Hallo, herzlich willkommen zur Fachtagung des heutigen MLA 2023. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass so viele TeilnehmerInnen hier versammelt sind, zwar virtuell, aber dennoch am großen, großen virtuellen Besprechungstisch. Was erwartet uns heute? Wir haben vorbereitet eine Lecture zum Thema Künstliche Intelligenz von Christian Strake. Damit werden wir gleich beginnen. Und im Anschluss daran zwei Panels mit TeilnehmerInnen, vor allem aus der Praxis der Medienbildung, die aus ihren Erfahrungen, aus ihren Projekten berichten. Und jeweils im Anschluss gibt es die Möglichkeit für euch alle, ich hoffe, es ist okay, dass wir per Du sind, mit den PanelistInnen haben wir es vorher schon besprochen. Ich glaube, das tut uns leichter in der Diskussion und im Dialog, denn darauf will ich hinaus. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch einbringt, dass ihr Fragen stellt. Und das wäre eigentlich auch unser großer Wunsch, dass wir in einen Dialog kommen, dass ihr Fragen stellen könnt, dass ihr vielleicht auch von Sorgen berichtet, von guten Erfahrungen, die ihr vielleicht schon in eurer Praxis gesammelt habt. Genau. Kurz zum zeitlichen Ablauf. Die Lecture wird ungefähr eine Viertelstunde dauern. Dann hätten wir auch noch eine Viertelstunde Zeit für eben diesen Dialog, die Diskussion. Und würden dann mit dem ersten Panel so gegen 14.35 Uhr, 14.40 Uhr beginnen. Nach dem ersten Panel gibt es eine kurze Pause und weiter geht es dann mit dem zweiten Panel so gegen 15.45 Uhr. Mein Name ist Heidi Neuburger, meine Kollegin. Hallo, mein Name ist Inka Tutschek. Die Inka wird euch jetzt auch gleich erklären, wie wir uns überlegt haben, dass wir mit dieser Menge an Menschen in einem Zoom-Call umgehen, welche Regeln wir uns überlegt haben, damit alle zu Wort kommen können und das Ganze aber geordnet abläuft. Genau, ja. Also auch nochmal ein herzliches Hallo von mir. Ich werde mich, wie gesagt, heute um die Chatbetreuung kümmern und hierzu jetzt ein paar wichtige Informationen. Es wird eine Aufnahme geben, damit wir uns die Fachtagung dann auch online noch anschauen können. Und wenn Sie hier sind, dann gehen wir davon aus, dass wir Ihr Einverständnis haben. Grundsätzlich würden wir Sie darum bitten, dass Sie Ihr Mikrofon immer stumm schalten. Und das hat den Grund, dass wir einfach die Panelistinnen und die Speaker gut verstehen können. Aber auch wie schon gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn Sie Ihre Erfahrungen beisteuern, wenn Sie Fragen stellen. Also soll es ja auch die Möglichkeit geben, dass Sie zu Wort kommen. Wir haben uns das so gedacht, dass Sie die Handheben-Funktion in Zoom nutzen. Und wenn Sie eben etwas sagen möchten, diese Funktion uns signalisiert, da kommt jetzt etwas. Und dann werden wir uns bemühen, dass wir Sie möglichst bald zu Wort kommen lassen, wenn die Frage auch noch hineinpasst. Ansonsten gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie Fragen, Erfahrungen, Anmerkungen in den Chat hineinschreiben. Und das werde dann ich aufgreifen und Heidi und ich werden das dann an die Panelistinnen weitertragen. Genau. Ich glaube, das wäre es meinerseits mit den wichtigen Informationen gewesen und ich reiche zurück. Genau, ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich freue mich sehr, dass Christian Strake sich Zeit genommen hat, heute bei uns zu sein und eine kleine Lecture zu geben zum Thema künstliche Intelligenz und Medienbildung. Er ist tätig an der Uni Bonn und seine Forschungsschwerpunkte sind digitale Partizipation und Kollaboration, kreative digitale Lehre und Open Educational Resources. Ja, ich würde gar nicht mehr so viele Worte verlieren und direkt an den Christian übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf für die Einladung und auch für das große Interesse, dass ihr dann alle hier seid. Ich will es auch relativ kurz halten, denn zum einen ist ja auch schon die Aufzeichnung dort online dann die zur Verfügung gestellt wird und bei der dann halt auch nochmal theoretisch dort dann noch mehr nachgehört und nachgesehen werden kann. Mein Name ist Christian Strake. Ich muss jetzt erstmal hier klicken. So, und jetzt wird, glaube ich, aufgenommen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Strake von der Universität Bonn. Ich baue an dem wissenschaftlichen Rechenzentrum uns auch das Forschungslabor zum Thema künstliche Intelligenz mit auf. Und ich freue mich sehr, jetzt hier etwas Praxisnahes ansprechen zu wollen. Denn darum bin ich nicht nur gebeten worden, sondern darum geht es mir jetzt persönlich auch selber. Ich will jetzt hier nicht in Theorie schwelgen. Wie gesagt, dafür gibt es dann halt meine Publikationen oder auch das Video, die Aufzeichnung, die zuvor gemacht wurde. Sondern ich möchte mich anhand von fünf
Leitsätzen oder Hauptbedingungen von künstlicher Intelligenz entlanghangeln. Und Sie sind auch gerne jederzeit eingeladen, hier dann halt auch Zwischenfragen zu stellen, denn ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man das Ganze dann halt auch übersetzt. Ich selber gebe jetzt an der Universität Bonn seit mehreren Monaten auch interne Workshops für alle Beteiligten, sowohl die Lehrenden als auch die Forschenden als auch die Verwaltung. Und ich habe gemerkt, da kommen ganz, ganz viele Fragen von bin ich nächste Woche arbeitslos, bis über wann kann ich denn welches Tool wie schnell wann wo nutzen und so weiter. Deswegen freuen Sie sich nicht, hier einfach dann auch Fragen zu stellen. Es geht ja auch darum, wie gehen wir überhaupt mit dem Phänomen künstliche Intelligenz um? Und ganz wichtig ist mir zunächst erstmal als erste Hauptthese dann dort dann halt auch nochmal zu betonen, KI wird unsere Bildung massiv verändern und zwar beispiellos. Das ist jetzt nicht so einfach dahingesagt, sondern da glaube ich sehr fest daran. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal meinen Forschungsschwerpunkt komplett daraufhin ausgerichtet. Ich mache seit über 20 Jahren nichts als digitales Lehren und Lernen, aber jetzt ausschließlich nur noch künstliche Intelligenz, weil ich denke, die Einflüsse und die Auswirkungen sind extrem, weil künstliche Intelligenz lässt sich nicht abschalten. Sie wird einfach bestehen bleiben. Während der Lockdowns zu Covid-19 hatten wir dann halt leider die Möglichkeit, jetzt dann mal breit Erfahrungen zu sammeln hinsichtlich des Einsatzes von digitalen Lehren und Lernen und Online-Angeboten. Die meisten waren nicht darauf vorbereitet und entsprechend negativ waren die Erfahrungen. Und es ist eine Tragödie, dass eigentlich solch eine Pandemie herhalten musste, damit überhaupt mal in der Breite etwas dort gesettelt und erfahren werden konnte, wofür wir jahrzehntelang gekämpft hatten oder versucht hatten, es dahin zu bringen, aber dann mit gründlicher Einführung und entsprechender Schulung und Infrastruktur. Deswegen, jetzt sind alle etwas frustriert, resigniert und gehen wieder zurück in Präsenzangebote. Und das ist einfach möglich. Wir können jetzt einfach ausschalten und sagen, wir machen jetzt einfach nichts mehr online und digital. Wir machen das alles wieder wie zuvor in Präsenz und dann ist gut. Das geht bei KI nicht. Deswegen mein Plädoyer dafür, beispiellose Veränderungen durch KI, denn die KI wird einfach weiter bestehen bleiben und wird genutzt werden. Von Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch von anderen Lehrenden. Und es wird die große Herausforderung sein, darauf zu reagieren, insbesondere dann natürlich im Prüfungsbereich, wie können wir überhaupt noch Texte oder Abschlussarbeiten halt zu Bewertung von irgendwelchen dann halt Teilnahmen an Lehrveranstaltungen dort dann halt nutzen. Und in der Schule ist es natürlich möglich, dann halt da zu sorgen, dass dann dort keine digitalen Gerätschaften mehr dann halt im Raum sich befinden. Aber das ist, lässt sich zum einen nicht die ganze Zeit durchhalten und zum anderen geht das dann halt auch an der Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Zukunft dann vorbei. Das heißt, es muss irgendwann auch dazu kommen, das dann mal in der Schule dann einzuüben. Zweite Hauptbedingung und Hauptthese, die ich dort kurz in den Raum stellen will und ich bin auch sehr daran interessiert, mit euch dann halt das Ganze dann halt auch im Nachgang da zu diskutieren. Künstliche Intelligenz ist nicht intelligent. Das ist ganz entscheidend auch zu reflektieren und die ganze Zeit im Hinterkopf zu behalten. Künstliche Intelligenz kann kein autonomes Bewusstsein erlangen. Und das schon aus rein erkenntnistheoretischen Überlegungen heraus. Es sei denn, es würde irgendwann mal dazu kommen, dass dann tatsächlich auch physikalische Bestandteile des menschlichen Gehirns miteinander verknüpft, verdrahtet werden, ist natürlich nicht auszuschließen, genauso wie beim Klonschaf Dolly. War verboten, ist verboten, hat trotzdem jemand gemacht, aber da müssen wir dann halt auch als menschliche Gemeinschaft sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht und dann letztendlich dann halt auch dazu kommen, im Zweifelsfalle, falls so etwas passiert,
was nicht zulässig ist, das dann halt auch zu sanktionieren und dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht weiter fortgeführt wird. Also künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, sondern es besteht auf Algorithmen, die dann halt statistische Wahrscheinlichkeiten nutzen, um dann halt zu berechnen, was wären denn halt hier gute Ergänzungen, beziehungsweise was wäre ein guter Aufbau von einem Strukturmodell, von einem Digitalmodell oder einem Expertenmodell, was früher häufig noch von Menschen selbst dort entwickelt wurde, im Sinne dann halt der Intelligent Tutoring Systems. Aber auch heutzutage können das halt die Computer mittlerweile dann unter entsprechendem Training dann anleiten. Aber letztendlich, wir müssen am Ende des Tages die Entscheidung darüber treffen, ob wir ein Ergebnis angemessen finden, ob wir es zulassen und insbesondere, ob wir Entscheidungsvorschläge seitens der KI dort zulassen und akzeptieren. Das leitet direkt über zu meinem dritten Hauptthese, zu meinem dritten Hauptbedingung von künstlicher Intelligenz. Denn künstliche Intelligenz ist zwar eine Mensch-Maschine-Interaktion, teilweise sogar dann auch eine Mensch-Maschine-Kollaboration, also Zusammenarbeit, aber die Verantwortung verbleibt immer bei den Menschen, sowohl für die Einsetzung von künstlicher Intelligenz, ganz entscheidend, künstliche Intelligenz beginnt nicht einfach so und erschafft sich auch nicht selbst, sondern künstliche Intelligenz wird immer von Menschen in die Praxis implementiert, wird immer gestartet und kann sich vielleicht hinsichtlich der Algorithmen dann auch verbessern. Aber letztendlich die menschliche Verantwortung dafür, dass künstliche Intelligenz existiert und in der Welt genutzt wird, liegt bei uns, bei den Menschen. Und auch selbst bei der Kombination von künstlichen intelligenten Systemen, wenn ein KI-System auf dem nächsten aufbaut und es sozusagen ganze Ketten gibt, das ist auch so, dass da natürlich dann verschiedene Grade von Verantwortlichkeit dort existieren. Aber am Anfang immer Menschen stehen sowohl bei den ursprünglichen Systemen als auch bei den mittelnden Systemen. Claudia Brenninger, du hast dich gemeldet. Nein, okay, gut. Und letztendlich ist diese menschliche Verantwortlichkeit auch insbesondere wichtig, weil wir damit natürlich auch entscheiden über unsere zukünftige Gesellschaft. Denn das hat ja auch alles Folgen über unsere zukünftige Gesellschaft. Wie erlauben wir es überhaupt, dass KI Einfluss nimmt auf unser tägliches Leben, auf unsere Arbeitswelt, aber auch auf unsere Bildung in der Schule, in den Hochschulen und so weiter. Ganz entscheidend, wie wir halt hier auch uns positionieren und wie wir dann halt auch festlegen, was ist noch zulässig und was ist nicht zulässig. Und das führt mich zu meiner vierten Hauptbedingung und Hauptthese. Die vierte lautet: Künstliche Intelligenz benötigt immer Risikoabwägung. Wir sollten nicht dahin gehen und sagen, wir verbieten künstliche Intelligenz ein für alle Mal oder für ein und denselben Raum ist künstliche Intelligenz einfach nicht zugelassen. Dafür bietet zum einen künstliche Intelligenz viel zu viele Möglichkeiten und Chancen. Und dafür ist dann aber auch später im Berufs- oder im Arbeitsleben dann künstliche Intelligenz einfach dann omnipräsent demnächst oder schon jetzt teilweise, je nachdem, in welche Branche und in welchen Sektor man schaut. Deswegen ist es umso wichtiger, dass auch in Schulen schon dort künstliche Intelligenz dort genutzt wird, aber sinnvoll und reflektiert und mit klaren Entscheidungen. Und die Entscheidung sollte nicht sein, wir nutzen künstliche Intelligenz, weil alle Welt künstliche Intelligenz nutzt, sondern wir sollten das immer dann natürlich auch mit entsprechenden Lehr- und Lernzielen begründen und verknüpfen. Es macht keinen Sinn, künstliche Intelligenz einfach nur per se so zu nutzen, weil es vielleicht dann das Ganze erleichtert, sondern wir sollten schon ganz klare Gründe auch benennen können, warum wir denken, dass künstliche Intelligenz jetzt zu diesem Zeitpunkt in unserem Bildungssystem auch einen Beitrag dazu leistet, dass halt Schülerinnen und Schüler
lernen und sogar besser lernen können und vielleicht dann auch besser Kompetenzen aufbauen können. Sowohl spezifische KI-Kompetenzen als auch allgemeine Digitalkompetenzen. Und das leitet direkt über zu meinem fünften und letzten Hauptbedingung oder Hauptthese. Wir benötigen neben der sorgfältigen Abwägung der Risiken zwischen Chancen von KI in verschiedensten Situationen, insbesondere auch die Bildung über KI. Und das heißt Bildung sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden. Also sowohl der Lehrerinnen und Lehrer als auch der Schülerinnen und Schüler. Wir müssen dahin kommen, dass alle kritisch reflektieren, was das denn überhaupt ist, unterscheiden können zwischen verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz. Auch wenn natürlich alles mehr ineinander übergeht und die Tendenz immer stärker zur hybriden künstlichen Intelligenz geht. Es ist wichtig zu wissen, dass es halt erstmal die zwei unterschiedlichen Ansätze gibt von Data-Driven and Knowledge-Based Artificial Intelligence. Also datenbasierten, Entschuldigung, ich bin immer im Englischen, weil ich fast alles auf Englisch schreibe. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Datenbasierte künstliche Intelligenz oder expertisebasierte künstliche Intelligenz auf Basis von Expertinnen-Systemen, die dann halt erstmal von Menschen modelliert werden und die dann halt als Grundlage für die Entwicklung und Weiterführung von künstlicher Intelligenz und entsprechenden Systemen dient. Sie haben in Österreich, da war ich sehr erfreut, das zu lernen, schon das Konzept der Medienbildung als Teil der digitalen Grundbildung. Und das ist etwas, worauf Sie auch sehr stolz sein sollten. Denn, wie Sie wissen, ich komme aus Deutschland. Ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren allerdings ausschließlich international gearbeitet und kann auch sagen, auch in der Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dann halt auch internationale Vergleichsstudien durchführe, das ist in noch nicht vielen Ländern so der Fall. Von daher haben Sie da schon mal sehr gute Voraussetzungen, dass halt auch von der Politik wahrgenommen wurde, dass dann halt das ein nicht nur brennendes Thema ist, sondern auch ein sehr relevantes und wichtiges, dann auch für die Schulbildung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier in den Dialog kommen könnten, wie wir es schaffen können, dort dann halt auch es so zu gestalten, dass die Medienbildung, aber auch die digitale Grundbildung hin zu Digitalkompetenzen ausgeschaltet werden kann, dass wir dann halt auch in Zukunft eine Stärkung der Gemeinschaft und der Gesellschaft dort dann anstreben und erzielen können. Vielleicht ein letzter Punkt, und ich habe jetzt auch schon gesehen, im Chat kam jetzt auch schon hier eine erste Frage, das freut mich sehr. Ein letzter Punkt noch vielleicht, ich habe Ihnen gute Nachrichten mitgebracht, denn vor 2 Wochen gab es den Summit der europäischen Regierungen in Granada. Dort haben die Regierungschefinnen und Chefs dort dann halt sich getroffen und über die zukünftige europäische Politik insgesamt debattiert. Zeitgleich gab es allerdings auch das Treffen der europäischen Bildungsministerinnen und Bildungsminister. Und die haben ein neues Programm verabschiedet. Education 2030 für die nächsten 6 Jahre. Das Ganze zusammen auch mit dann halt 5 Resolutionen als Auftrag für die Einsetzung und Umsetzung dieser neuen Policy, dieser neuen Richtlinie Education 2030. Und das Erfreuliche dabei ist, die 3. Resolution, die haben wir vom AI and Ed Expert Group des Europarates formuliert. Und die hat dann auch ein positives Echo gefunden. Die ist angenommen worden von allen Bildungsministerinnen und Bildungsministern. Und sie lautet, die 3. Resolution, dass es ein Mandat gibt für die Entwicklung einer International Convention, also eines europäischen Gesetzes für die Regelung von künstlicher Intelligenz
in der Bildung. Bislang gab es immer nur den AI Act von der Europäischen Kommission, der jetzt seit 2,5 Jahren auch schon diskutiert und auch vom Europäischen Parlament angenommen wurde. Jetzt allerdings, und leider fehlt Bildung da komplett, da ist überhaupt gar keine Referenz zu Bildung enthalten, außer einmal Training, aber dann Training der KI-Entwicklerinnen und deren Unternehmen. Deswegen sind wir sehr froh und glücklich, jetzt dieses Mandat zu haben. Wir werden bis nächsten Sommer einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten und gleichzeitig parallel dazu auch eine Studie entwickeln, wie dann halt auch die Bildung über KI, also die AI Literacy oder die digitalen Kompetenzen, die jetzt auch im Chat dort angefragt werden, wie wir die halt auch nicht nur definieren, unterscheiden können, sondern insbesondere auch in der Schul- und Hochschulbildung unterstützen können. Und hier will ich einfach mal einen Schlusspunkt setzen, damit wir auch noch genug Zeit haben, um dann halt auch in eine vertiefte Diskussion zu gehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, Christian, vielen Dank für diese Einblicke und diese gar nicht so düstere Zeichnung einer Zukunft mit KI. Gehen wir doch gleich auf die Frage ein, die da kam, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die wahrscheinlich vielen Leuten unter den Fingernägeln brennt. Barbara Buchegger fragt, welche neuen digitalen Kompetenzen brauchen wir durch KI? Und es gibt eben Zweifel, dass es Anwendungskompetenzen sein werden. Ja, also so großartige neue digitale Kompetenzen benötigen wir eigentlich gar nicht. Denn letztendlich geht es, wie auch schon immer, darum, hier kritisch zu reflektieren, was nutze ich wozu. Und da macht es eigentlich wenig Unterschied, ob ich jetzt ein Smartphone betrachte oder ob ich ein Notebook oder einen stationären PC oder aber auch die ersten Formen von dann CD-ROM oder halt Floppy-Disketten, als es noch ein bisschen früher in der Zeit war. Entscheidend dabei ist, dass dann halt auch durch diese kritische Reflexion dann die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, herauszufinden, inwieweit es überhaupt Sinn macht, solche künstliche Intelligenz einzusetzen, beziehungsweise wann sie sie tatsächlich auch nutzen wollen, was sie dann damit preisgeben. Und dass dann auch klar wird, es ist nicht entscheidend, was am Ende bei der künstlichen Intelligenz, jetzt zum Beispiel ChatGPT an Texten herauskommt, sondern es ist entscheidend, was eingegeben wird beim Prompt. Der Prompt entscheidet, was am Ende herauskommt, aber der Prompt entscheidet auch, was ich weitergebe, was ich an Daten hineingebe zum Füttern als Basis für dann halt eine Berechnung, aber was ich dann auch an Daten von mir selber preisgebe. Und das ist entscheidend, das auch allen ins Bewusstsein zu rufen. Deswegen plädiere ich auch immer dafür, zu sagen, es gibt keine Digital Natives, genauso wie es auch keine 21st Century Skills gibt. Die Digital Natives von heute, die so bezeichnet werden, die können hervorragend mit einem Smartphone umgehen und viel schneller die Tasten drücken, aber mehr auch nicht. Sie benötigen tatsächlich genauso wie auch alle anderen zuvor und wie auch alle nachfolgenden Generationen, dort dann halt die entsprechende Bildung, Ausbildung, die eigene Bildung von entsprechenden Kompetenzen. Gibt es vielleicht Fragen direkt, falls jemand etwas fragen möchte oder auch etwas anmerken möchte, einfach die Hand heben im Fenster, wir sehen es dann. Und ansonsten haben wir auch noch eine Frage im Chat. Im Chat ist noch die zweite Frage hinsichtlich der ethischen Aspekte, die im Umgang mit KI im Bildungsbereich zu beachten sind. Natürlich, zunächst erstmal sollte es klar sein, dass, ich hatte es vorhin versucht anzureißen, es geht um Risikoabwägung. Die meisten KI-Systeme sind erstmal nicht datenschutzkonform, wenn man jetzt mal auf die rechtliche Schiene schaut. Habt ihr dann halt immer das Problem, wie kann ich es überhaupt nutzen bei uns? Es ist natürlich nicht zu verantworten, Schülerinnen und Schüler dann zu zwingen, einen eigenen privaten Account anzulegen, um dann halt auch dort dann die persönlichen
Daten und Informationen preiszugeben und an irgendwelche Unternehmen in Vereinigten Staaten oder sonst wo dann halt weiterzugeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum einen über mittlerweile schon auch zur Verfügung gestellte intermediäre Software, die dann halt dann nur verschlüsselt dann halt zum Beispiel nach ChatGPT Anfragen stellt, dort dann halt dafür Sorge zu tragen, dass dann halt die Daten nicht einfach in die ganze weite Welt gesteuert werden. Dazu gibt es dann halt auch spezielle Angebote, wie zum Beispiel jetzt bei DeepL für die Übersetzung. Wenn man dann halt DeepL Pro kauft, dann sichert DeepL zu, dass alles, was eingegeben wird als Text zum Übersetzen, nicht für das weitere Training genutzt wird und nicht dort dann halt von ihrer Seite her gespeichert wird. Inwieweit das dann tatsächlich passiert, das wird niemand so schnell nachprüfen können, aber das sind zumindest Möglichkeiten, hier damit dann halt auch umzugehen. Und speziell natürlich jetzt hinsichtlich der ethischen Dimensionen ist es natürlich auch ganz entscheidend, dafür zu sorgen, dass dann halt Schülerinnen und Schüler dort dann halt vorbereitet sind, nicht einfach den Systemen überlassen werden und dann eventuell auf den Gedanken kommen, ja, das ist ja tatsächlich hier ein menschliches Wesen. Also die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler, und desto jünger sie sind natürlich, desto größer ist diese Gefahr, dass dann halt als tatsächlich intelligente Maschinen wahrnehmen, ist immens. Und das muss halt auch von vornherein adressiert sein. Ja, also ich sehe und ich würde sagen, wir sind uns einig, das ist ein Thema, das ganz, ganz viele Bereiche betrifft und wo ganz viele Interferenzen auch auftreten. Ich würde gern zum ersten Panel kommen, um die Personen berichten zu lassen aus der Praxis, die sich schon zum Teil mit KI beschäftigt haben, in der einen oder anderen Art in ihren Projekten. Und würde euch jetzt bitten, dass ihr euch vielleicht selber kurz vorstellt. Wir haben, also Christian bleibt uns auf dem Panel erhalten, hinzustoßen aber vier weitere Panelistinnen. Ich würde euch jetzt namentlich erwähnen und würde euch aber bitten, dass ihr euch selber vorstellt, damit ihr in der Ansicht groß werdet, damit alle irgendwie kurz ein Bild von euch haben. Die erste Person, die ich begrüßen möchte, ist Gudrun Heinzelreiter-Wallner. Ja, herzlich willkommen. Mein Name wurde schon genannt. Ich bin Lehrerin für angewandte Informatik, angewandtes Informationsmanagement und auch ich unterrichte auch Projektmanagement. Ja, und habe schon viele Projekte umgesetzt. Ich unterrichte auch an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus in Hagenberg als nebenberuflich Lehrende im Studiengang Design of Digital Products und freue mich auf die Berichte rundherum. Dankeschön. Danke dir. David Panhofer, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. David Panhofer, ich bin Lehrer in einer künstlerischen Schwerpunkt in den Medienfächern, Fotografie, Video, Bildbearbeitung. Und ich unterrichte auch an der Universität für künstlerische Gestaltung in Linz die Studiengänge Mediengestaltung und bildnerische Erziehung. Danke. Als Lektor. Danke dir, David. Elisabeth Pölzleitner ist die Nächste. Ja, also ich bin Englischlehrerin seit, glaube ich, 35 Jahren und habe nebenbei auch die letzten mehr als 20 Jahre fachdidaktische Kurse an der Uni Graz und an der PH Steiermark gehalten und sehr viele Lehrerfortbildungen. Und ich beschäftige mich schon sehr lang mit digitalen Medien. Also ich habe noch die Auto-Exec-Bat in den Computern der ersten Generation ausgeführt. Und natürlich hat mich KI sofort interessiert. Ich habe auch den Media Literacy Award, glaube ich, schon viermal bekommen und habe einiges ausprobiert, jetzt sogar mit jungen Schülern in der Mittelschule. Kann da kurz drüber berichten. Ja, sehr gerne, da werden wir dann drüber sprechen. Das Panel komplettiert Martina Socher. Hallo Martina. Hallo. Genau, ich bin die Martina und ich habe circa 3 Wochen die Leitung des Referats für Medienbildung am Bildungsministerium übernommen. Ursprünglich bin ich aber auch Pädagogin bzw. Lehrerin für bildnerische Erziehung und Mediengestaltung, war dann auch in der Lehrerinnenbildung
an der Kunstuni in Linz, genau. Ja, vielen Dank. Das ist mal das Panel 1 und wie ihr seht, das sind alles Menschen, die sowohl aus der Praxis kommen, aber auch in der Lehre tätig sind an Unis, das heißt auch in der Fortbildung und sich auch akademisch mit dem Thema Medienbildung, KI, Digitalisierung beschäftigen. Das ist irgendwie so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Gudrun, ich würde gern von dir wissen, du hast ja mehrere Projekte schon gemacht, zuletzt auch in Zusammenarbeit mit dem Linz Institute of Technology. Magst du uns vielleicht ganz kurz umreißen, was das für ein Projekt war und wie diese Zusammenarbeit mit dieser technischen Einrichtung ausgesehen hat? Sehr gerne. Ja, wie das so oft ist, passiert das alles ein bisschen zufällig, ja, dass man angesprochen wird, ob man nicht als Schule Interesse hat, in einem Kooperationsprojekt mitzumachen. Und ich bin jemand, der dann gerne Ja sagt, ja, weil das immer spannend ist, was Neues auszuprobieren. Das war sehr interessant. Es ging um das Thema Robotik und auch AI. Das Hauptthema oder Hauptschwerpunkt war Robotik, aber AI wurde dann unmittelbar mit integriert. Und das war schon vor 2 Jahren, also so hat es einmal begonnen. Und das Interessante war, also die Leute oder die Schülerinnen und Schüler waren interessiert, sie haben sich noch nicht viel darunter vorstellen können, aber sie haben einen Impulsvortrag bekommen von der Kollegin Frau Katrin Meyer. Sie ist dort in der im Lab, im Robopsychology Lab tätig und sie hat eben diese Kooperation hier ins Leben gerufen. Und das Interessante war dann, also ich lasse immer sehr gerne Freiheiten in Bezug auf mediale Aufbereitung, wie sie das darstellen wollen, also Thematiken, wie sie diese aufarbeiten wollen. Grundbedingung ist aber immer, dass sie eine fundierte Recherche vornehmen und aufgrund basiertem guten Wissen, also ja, gute Forschung hier das einzubauen und medial aufzubereiten. Und das war so toll, weil die Schüler sind rausgegangen ins Pensionistenheim, sie haben in ihrem Umfeld Befragungen durchgeführt, haben dann in einem Restaurant Roboter sofort eingesetzt gesehen und sie haben das dann medial aufbereitet in verschiedensten Arten. Das heißt, die einen haben Stop-Motion-Video gedreht mit Lego-Männchen, ja, die anderen haben das alles grafisch gezeichnet, modelliert und dann animiert. Die anderen haben ein Interview geführt in einem Pensionistenwohnheim, also mit den Bewohnern auch gesprochen. Es war total interessant, wie vielfältig das war. Und unter anderem waren 2 Projekte, deren Fokus auf künstliche Intelligenz war. Und das war die Zeit, wo das eigentlich noch nicht in aller Munde war. Nicht eigentlich, sondern es war definitiv nicht in aller Munde. Und das Interessante ist, dass das immer so weitergreift. Ja, das fängt so rattern an bei den jungen Leuten. Das taugt mir immer. Mir hat dann vor Weihnachten, bevor das in aller Munde war, hat mich dann ein Schüler angesprochen und gesagt, Frau Professor, Sie interessiert das auch sicher. Er hat das gelesen, da wird es ja jetzt sehr viele Veränderungen geben in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und haben Sie die schon gelesen, wie es in Amerika jetzt eingesetzt wird? Und kennen Sie ChatGPT? Und ich habe dann gesagt, ich habe mich jetzt mit dem noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Das klingt spannend. Er hat es erzählt dann auch im Gegenstand angewandte Informatik an die Schulkolleginnen. Und unmittelbar ist eine Debatte herausgekommen. Ja, was bedeutet denn das dann auch ethisch? Ja, sie haben dann aber reflektiert. Ja, dann malen sie die Bilder für uns und woher kommen diese Bilder? Ja, es sind sehr, sehr viele Diskussionen entstanden. Und ja, und ich habe mich dann über Weihnachten vertieft und ein bisschen schlau gemacht und habe einfach mich eingelesen. Und nach Weihnachten habe ich dann, also ich unterrichte auch Programmieren, und dann habe ich ChatGPT mal nur kurz gezeigt und habe diesen einen Schüler auch gebeten, dass er zeigt, wie er vorgeht. Ich habe dann einen Prompt eingegeben und das Erste war dann sofort, dass ich die Schüler gefragt habe, ja, jetzt, was würden Sie jetzt die Software fragen? Und Sie haben dann eine Fragestellung gegeben, waren ein bisschen überfordert und sind dann die Fragestellung gleich vorgegeben. Ja, und wir haben das eingegeben, ich habe es am Beamer gezeigt und dann ist ja, was herausgekommen, was richtig war, sage ich jetzt. Ja, ein Programmablauf, der richtig war, aber den haben Sie nicht zuordnen können.
weil sie das noch nicht gelernt haben, also diese Syntax. Und ich habe dann gesagt, ja, kann das jetzt stimmen? Recherchiert, wer kennt das schon? Wir haben es noch einmal eingegeben, haben wir ein anderes Ergebnis bekommen. Ah, das kennen Sie schon, diese Befehle. Also der Prozess war ganz, ganz spannend. Das war alles ein Auslöser von einem Projekt und das hat ihm so weite Kreise gezogen. Und das Interessante war, dass die Quintessenz von dem war, dass sie immer wieder auch hingewiesen wurden, man kann hier alles eingeben, ja, viel eingeben. Das Wichtigste ist aber, derjenige, der es eingibt, dass der die Kompetenz besitzt, dass er das validieren kann, also überprüfen kann, ob das, was drin steht, für mich etwas Neues ist und auch richtig ist oder ob das schon etwas ist, das ich schon kenne und ausbauen kann und dass ich hier mit Fragen sehr viel steuern kann. Ja, Ja, vielen, vielen Dank. Ja, bitte gerne. ich habe dann gleich, also ich bin ja eher immer wer, der dann auch was ausprobiert, dass ich traue mir das, ja, weil ich glaube, einfach Bildung besteht mehr als das, was immer vorgegeben ist und wird, mich zu verändern. Das ist für mich jetzt nicht Bildung, sondern es steht ja auch eine Bildungsaufgabe drin, dass wir die Jugendlichen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft und so weiter vorbereiten. Übrigens, ChatGPT, wenn Sie fragen, warum man KI nicht im Unterricht einsetzen soll, steht der 9. Punkt, Ablenkung vom Kern der Bildung. Und ich habe gleich nochmal drauf geguckt, wie ist Bildung definiert. Ja, so nebenbei, ja, ich habe mir dann erlaubt, wirklich, ich habe mir das erlaubt, das war noch gar nicht so bekannt, ich habe es mir erlaubt, dass ich bei der Schularbeit ein Mittel erweitert habe, eine Möglichkeit erweitert habe. Sie können Cheat Sheet nehmen. Das ist so eine Kurzzusammenfassung von Befehlen beim Programmieren. Sie dürfen auch Plattformen verwenden, eine, die Sie auch beim Lernen einfach verwenden. Also auch wenn Sie jetzt neu nachlesen, recherchieren beim Programmieren. Und ich habe dann noch gesagt, ich erlaube euch, wenn ihr das möchtet, dass vorne ChatGPT mit zwei Accounts von Schülern, die das schon verwenden, wenn sie das wollen, dass wir das öffnen. Sie müssen immer den Verlauf löschen, aber sie dürfen hier auch einen Suchbefehl eingeben und müssen danach den Verlauf löschen. Einige haben das schon gekannt, sie haben es ausprobiert, einige waren überfordert, die sind wieder auf ihre ursprüngliche Hilfsmittel zurückgegangen. Aber das Interessanteste war das Reflexionsgespräch nach der Schularbeit. Weil das war sehr interessant. Einige haben gesagt, na, da war ich überfordert, das habe ich gar nicht verwendet, ich habe meine üblichen Hilfsmittel genommen. Und zwei Schüler haben zu mir gesagt, also es war Bedingung, dass sie auf die Schularbeit, auf den Bogen dazu schreiben, welches, also wo sie ChatGPT verwendet haben und welche Fragestellung sie eingegeben haben. Und ich habe dann, also das auf richtig und falsch, natürlich ganz normal korrigiert, normal, und habe dann beim Reflexionsgespräch von zwei Schülern, und das hat mich einfach wirklich vom Hocker gehaut, weil die Schüler haben dann gesagt, also ich war so verwundert, dass die Schularbeit so gut ausgefallen ist für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Die Antwort war richtig. Und dann haben also die zwei auch gesagt, ja, das war ja erschwindelt. Und dann habe ich gesagt, wie? Erschwindelt? Nein, das ist nicht erschwindelt. Für mich ist es eine große Kompetenz, wenn ich mit neuen Technologien zu meinem Ziel komme. Ich glaube, das ist doch das, was sie, das beweist, dass sie das schaffen. Ja. Kurze Abschlussfrage, wie alt waren diese Schülerinnen? Das sind Schülerinnen, sie zwischen 17 und 18 Jahren, die ja schon in Richtung Ja. Matura gehen. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich würde gerne den David Bahnhofer bitten. Gerne. Du hast ja ein Projekt auch eingereicht beim heurigen MLA Human Toy. Erzähl uns mal, wie das zustande gekommen ist, was da alles reingespielt hat, was da der Ansatz war. Ja, der Startschuss war eigentlich ein Angebot von Martin Hollinetz von Otello, der gemeint hat, es gibt eine Förderung und ob er noch nicht einreichen möchte. Und die Förderung ist unter dem Namen Stream-It oder Stream-IT, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, gelaufen, wo es um Streaming-Projekte gegangen ist. Und das war dieselbe Zeit, das war im Sommer letzten Jahres, wo OpenAI das erste
Modell von Dali präsentiert hat. Und ich bin dann folgt auf Instagram und ich war ziemlich begeistert, was möglich war mit KI. Und da wir aus einer Schule, also dass Dali an einer Schule unterrichtet, wo mit Schwerpunkt auf künstlerischen Gestaltung, war mir schnell klar, das betrifft wahrscheinlich die Kunst genauso, die Kunstschaffenden. Und habe ein bisschen eine Diskussion mitbekommen unter Künstlerinnen und Künstlern, bei Instagram. David O'Reilly hat da zum Beispiel geschrieben, dass es Diebstahl ist, was da betrieben wird von OpenAI. Und so bin ich ein bisschen so reinkommen und habe überlegt, was für ein Projekt könnte ich aufziehen mit Schülerinnen, wo ich einerseits KI ist etwas, das immer mehr beschleunigt, sie beschleunigt und immer mehr in gesellschaftliche Aspekte reintrifft, thematisieren und gleichzeitig auch diesen Streaming-Aspekt reinbringen. Und das Überthema, was es bedeutet, was auch sehr oft ich höre von älteren Personen, die so das Gefühl haben, es gibt einen Kontrollverlust, einen eigenen Kontrollverlust, weil technische Hilfsmittel oder also gefühlter Kontrollverlust, weil technische Hilfsmittel sehr stark immer mehr unsere Daten nutzen, unseren Alltag einschränken oder unseren Alltag auch bereichern, zumindest begleiten. Und dieses Projekt hat dann so ausgesehen, ich wollte mit den Schülerinnen ein interaktives Spiel entwickeln mit dem Titel Human Toy, wo der Mensch von einer Maschine gesteuert wird. Er wird tatsächlich natürlich nicht von einer Maschine gesteuert, aber er weiß nicht mehr, von wem er gesteuert wird, weil es sozusagen ja, das Internet ist oder User im Internet. Und das Spiel hat dann so ausgesehen, dass eine Drohne, die autonom fliegen konnte, und eine Bodycam aufgezeichnet haben, wo sich die Person befindet. Und diese Person hat dann über ein Headset aus dem Studio Befehle bekommen. Und die Befehle sind kuratiert worden von zwei Schülerinnen, die aber im YouTube-Chat, in dieser Streaming-Plattform, die haben da YouTube genutzt, die Befehle bekommen haben von Usern aus dem Internet. Also im Prinzip war es so, User aus dem Internet haben gesehen, was gerade passiert, haben geschrieben, was als nächstes passieren soll. Und diese Befehle sind dann an die Person, das war auch eine Schülerin in diesem Projekt, weitergeleitet worden und die hat die dann ausgeführt. So hat das Projekt dann ausgeschaut. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber der Hintergrundgedanke war der, dass ja, das Gefühl des Kontrollverlusts durch digitale Medien im Prinzip ja, visualisiert oder präsentiert werden oder erlebbar werden sollten. Und ja, in weiterer Folge, das sollte dann das Ergebnis sein, dass Schülerinnen dann erkennen, dass eben dieser gefühlte Kontrollverlust nur gefühlt ist, weil dieses Gefühl kann man ja durch Medienbildung ein bisschen abschwächen oder sogar negieren. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr sophisticatedes Projekt, würde ich sagen. Also schon sehr durchdacht und komplex und hat, glaube ich, weiß ich nicht, den SchülerInnen auch viel Reflexionsfähigkeit abverlangt und abstraktes Denken. Ich würde gerne kommen zu Elisabeth Pölzleitner, die vielleicht aus ihrer Erfahrung an der MS vielleicht auch erzählen kann, wie es mit jüngeren SchülerInnen ist, wenn man da KI einsetzt. Ja, also für mich ist alles, was ich an digitalen Medien oder auch im KI verwende, immer in Richtung, wie kann ich Sprache effizienter unterrichten, wie können die Kinder oder Schüler und Schülerinnen Sprache effizienter, spannender lernen und auch motivierendere Projekte gestalten. Also das sind so die drei Punkte, weshalb ich überhaupt jemals digitale Tools angefangen habe einzusetzen. Und bei der KI war es so, dass es am Anfang des Jahres heuer, wie das in den Medien hochgekocht hat, habe ich mich mit meiner Kollegin zusammengesessen und gesagt, da müssen wir aufspringen, weil das kommt jetzt. Und wenn wir es nicht tun, dann werden es die Kinder von sich aus machen, aber nur zum Schwindeln. Und das wollten wir nicht. Wir wollten einen
einen sinnvollen, effizienten Einsatz und auch einen ehrlichen Einsatz starten. Und wir haben uns dann ein bisschen hinausgelehnt, weil ja diese Altersgruppe eigentlich, dass ich noch nicht anmelden sollte bei ChatGPT. Im Sinne einer Risikoabwägung haben wir aber entschieden, dass sie mehr davon lernen, als das Risiko ist, irgendwelche Daten geklaut zu kriegen. Und wir haben dann begonnen, sozusagen ganz klein. Zuerst haben die Kinder Texte geschrieben, die sie ohnehin geschrieben hätten. Das waren so Blogtexte zu einem Buch. Und dann haben wir als Lehrpersonen diese Texte in den ChatGPT gefüttert und gesagt, correct and improve the text, und haben die Ausdrucke den Kindern gegeben und sie dann vergleichen lassen, was war deine Version, was war die ChatGPT-Verbesserung, und highlighten und sozusagen übernehmen jetzt daraus, was kannst du daraus lernen. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir einen Schritt weiter probiert, die Kinder selbst zu ermuntern, das ChatGPT auszuprobieren. Und das war sehr interessant, weil gute Schüler, die wirklich was lernen wollen, können sehr rasch lernen, sich davon hilfreiche Tipps zu holen. Und die geben ihre Texte ein, sagen, wir haben also Prompts geübt, wie kannst du Prompt so kriegen, dass du was davon hast. Correct and improve the text. Dann haben wir gesagt, explain the changes, list the changes, sodass sie wirklich auch sehen, wo sich etwas verändert hat. Und schwache Schüler brauchen wesentlich mehr Unterstützung. Die sind schnell zufrieden mit, ich habe jetzt eine super tolle Version, ich verstehe sie zwar selber nicht, aber ich gebe sie mal ab. Ja? Und genau das wollten wir eben ansprechen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Indem wir dann wirklich immer gesagt haben, sie müssen alle Versionen speichern, ihre eigene, die verbesserte, die Liste der Veränderungen, dann überlegen, verstehe ich die Veränderungen? Und da braucht es dann die Lehrperson, um diese Erklärungen, die die Kinder meist nicht verstehen, weil sie zu grammatikalisch hochgestochene Metasprache verwenden, um das dann in Kindersprache zu übersetzen. Aber insgesamt haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei einem Klientel, das sich ja Nachhilfe normalerweise nicht leisten kann und so sehr wohl Hilfe bekommt. Wie kann ich das sagen? Wie kann ich diesen Absatz überprüfen? Also für Fremdsprachenlernen ist es wirklich fantastisch. Und wir haben dann noch was Drittes ausprobiert. Da haben wir Zeitschriften geschrieben, auch zuerst selbst ohne ChatGPT. Und dann haben die Kinder dieselben Themen, also die ChatGPT gepromptet, dieselben Artikel zu schreiben. Und das haben sie dann verglichen. Ja, und die Artikel waren natürlich dann ganz anders. Auch mit der Einschränkung und mit dem Hinweis, sozusagen eher eine einfache, was ich, A2 oder B1-Sprache zu verwenden, waren sie trotzdem anders. Und wir haben dann diskutiert, welche Artikel gefallen euch besser. Und das war sehr spannend, weil die Kinder gesehen haben, dass auch wenn die Sprache vielleicht toll und richtig ist in der automatischen Version, doch ihr Text vielleicht persönlicher ist, passt denn dafür dieses Magazin, das sie da schreiben? Also, dass die Emotion fehlt im Text von ChatGPT. Und so sind wir zu einer Diskussion gekommen, wo ich glaub, es ist ein Ansatz, das sinnvoll einzusetzen, ja, auch mit jungen Schülern. Ja, vielen Dank. Also ich finde, es zeigt sich anhand dieser Beispiele, dass sich künstliche Intelligenzen und solche Tools von künstlerischen Anwendungsgebieten über Informatik bis hin zum Sprachenlernen einsetzen lässt, wenn denn die Lehrpersonen offen sind und bereit sind, sich, was der Christian, finde ich, vorher schon angesprochen hat, auch weiterzubilden. Martina, du kennst beide Seiten, in der Klasse stehend, aber auch zukünftige Lehrpersonen ausbildend. Was würdest du sagen? Sind wir Was bringt die Zukunft? Stehen wir an einem Scheideweg und wer wird überbleiben und wer wird vielleicht überbleiben? Oh Gott, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich das als Einzelperson einschätzen kann. Aber ich glaube, wir stehen, ich glaub nicht, dass wir auf einem Scheideweg stehen. Ich glaube, dass die Kreuzung, die ist schon vorbei. Also wir sind schon längst auf am Weg in eine bestimmte Richtung. KI gibt es jetzt nicht erst seit
seit Jänner oder so, ja. Also gibt es ja schon total lang, aber es ist halt jetzt mit dem letzten Jahreswechsel so richtiger in der breiten Bevölkerung angekommen durch die diverseste Anwendungen. Ich glaube, wir müssen, so wie immer, wenn neue Technologien in der breiten Bevölkerung ankommen, einen Umgang damit finden, der, wie der Christian zuerst schon gesagt hat, diese Risikoabwägung, die ist total wichtig. Also, dass man sie hinsetzt und sie dieses Tool, diese neue Technologie anschaut und dann abwägt, welche Risiken gibt es jetzt beim Einsatz von KI in der Bildung und was wären die Vorteile beziehungsweise was sind die Potenziale. Und aufgrund dessen dann halt fundierte Entscheidungen trifft. Das Problem oder die Herausforderung bei so einer Herangehensweise ist natürlich, dass das Zeit braucht. Also es braucht Zeit und es braucht Expertisen. Das geht nicht von heute auf morgen. Also da dann die Geduld zu besitzen und nichts zu übereilen, glaube ich, ist so ein Schlüsselfaktor. Ja, ich würde jetzt gerne noch einmal dem Christian das Wort geben. Vielleicht hat er ein abschließendes Resümee, bevor wir dann gerne alle TeilnehmerInnen ermutigen, auch Fragen zu stellen oder sich in eine Diskussion zu begeben. Christian, kannst du vielleicht ein positives Resümee in einem Satz beisteuern? Ich versuche das mal. Also in einem Satz. KI ist gekommen und wird bleiben und wir brauchen uns jetzt zum Beispiel auch nicht um unsere Arbeitsplätze Gedanken zu machen, weil wir werden in Zukunft viel mehr Lehrerinnen und Lehrer noch benötigen, um dann halt auch entsprechend KI einzuüben beziehungsweise KI auch zu kontrollieren. Und das sollte uns eigentlich ermutigen, dann halt auch zu schauen, dass wir vielleicht mit KI auch neue Freiheiten gewinnen können, neue Zeit gewinnen können, die wir dann halt für wichtigere Dinge, nämlich grundständige Kompetenzausbildung dann halt verwenden können. Etwas länger, aber ein Satz. Ja, gibt es denn Fragen aus der Runde der TeilnehmerInnen? Gerne die Hand heben oder in den Chat schreiben, wenn es etwas gibt an Erfahrungen oder Fragen. Es muss doch jemand eine Frage haben. Also es wurde auf jeden Fall schon geschrieben, dass die Geschichte super war. Also die Geschichten super sind und da kommt auch schon was Größeres. Oh, vielen Dank. So, ich lese mal vor von Maurice. Leider enthält das Trainingsset von ChatGPT nicht die österreichischen Schreibbewertungsrichtlinien, wohl aber die CERF-Standards. Haben Sie versucht, die Texte über ChatGPT nach den Bereichen Task, Achievement, Organization and Layout, Lexical and Structural Range, LS Accuracy zu evaluieren? Gut, das ist eine sehr große Frage. Vielleicht auch nochmal nachfragen, an wen diese Frage gerichtet ist. Vielleicht können Sie uns das noch in den Chat schreiben. Eine Sprachfrage. Ja, stimmt. Das ist ziemlich sicher. Gut, dass Sie es gleich erkennen. Können Sie auf die Frage antworten? Wir haben ChatGPT noch nicht für die Bewertung eingesetzt. Ich weiß aber aus Internetforen, die das heiß diskutieren, dass man sowohl Musterbewertungen auch eingeben kann, dass man eigene Rubriken eingeben kann, Bewertungsrubriken und also das ist eines der nächsten Dinge, mit denen ich mich spielen will. Nicht um das jetzt nur automatisiert dann wirklich durchzuführen, aber um es zu erproben und zu schauen, wie weit kommt das an unsere Einteilungen heran. Was sehr gut funktioniert, ist das für die Differenzierung einzusetzen, weil man kann dem ChatGPT sagen, dass er einen Text auf A1-Niveau oder auf B2-Niveau oder so schreiben soll. Und das kommt relativ gut hin. Man muss es dann noch ein bisschen nachbearbeiten für die eigene Zielgruppe. Aber dadurch kann man eigentlich Texte, die man sieht, zum Beispiel jetzt im Internet verwenden will, für verschiedene Levels gut adaptieren. Also in die Richtung ist, glaube ich, eine große Erleichterung für Lehrpersonen möglich. Dankeschön. Kann ich was ergänzen dazu? Ach, also in Deutschland haben wir dann halt auch
dann mehrere Szenarien gehabt. Im Schnitt läuft es auf dann schon eine 2,2 hinaus, die dann halt ChatGPT erzielen kann. Und es hängt auch sehr davon ab, wie man das Ganze dann halt einsetzt. Zum Beispiel, es lohnt sich, wenn es jetzt um Übersetzungsleistungen geht, hier zunächst erstmal DeepL dort übersetzen zu lassen und dann den Text von DeepL mit ChatGPT verbessern zu lassen. Das ist ein viel besseres Ergebnis als umgekehrt zum Beispiel. Kein Mensch weiß warum. Also doch, wir wissen schon einigermaßen warum, aber es ist, man muss das halt auch dann einfach ausprobieren. Also ist alles erstmal noch sehr viel im Fluss. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie sich die Entwicklung dann halt dort dann halt auch weiter fortbewegen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch schon bei ChatGPT-4 keinerlei Möglichkeiten mehr, irgendwelche medizinischen Indikationen abzurufen, was noch bei 3.5 vor ein paar Monaten möglich war. Wahrscheinlich, weil jetzt dann halt auch viel so trainiert ist, dass dann halt mögliche Schadensersatzklagen dort dann abgewendet werden und so weiter. Also das Ganze ist auch jetzt immer nur ein Wissen mit einer Halbwertszeit von wenigen Wochen oder Monaten. Und da wird noch sehr viel auf uns zukommen. Die zentrale Frage, die sich für mich stellt, ist, was machen wir denn mit Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die schlechter als ChatGPT sind? Sind die dann sofort immer 5 oder 6, weil die Schülerinnen und Schüler ChatGPT nicht genutzt haben und ihre Zeit mit irgendetwas anderem verplempert haben? Oder aber müssen wir dann halt auch sagen, die sind zwar schlechter jetzt von der Struktur her, von der Grammatik, von dem Wortstil her, aber da ist vielleicht dann eine viel bessere kreative Idee dahinter. Mhm. Mhm. Danke. Ja, wir sehen das, die Lehrpersonen. Also wie würden Sie das in Ihrer Praxis oder würdet ihr das in eurer Praxis, diejenigen, die unterrichten, wie würdet ihr das handhaben? Also angenommen, Schüler, Schülerinnen bringen Hausarbeiten, die mit ChatGPT-Hilfe entstanden sind und andere nicht und die nicht auf die künstliche Intelligenz zurückgegriffen haben, sind schlechter, aber haben mehr Zeit, mehr Effort hineingesetzt. Wie würdet ihr damit umgehen? Da wir hatten gerade eine gehobene Hand. Also ja, ich würde generell die Frage stellen, gibt es nicht jetzt die Möglichkeit oder das Potenzial, dass wir endlich weggehen davon, dass Schülerinnen sie von den Lehrerinnen prüfen lassen und dann die Leistung bringen? Es wäre doch ziemlich schön und die Möglichkeit sehe ich jetzt immer mehr, weil ich vorher meine Antworten früher anders generiert habe über Google. Dass man einfach den Schülern beibringt, ihr könnt jetzt Fragen stellen und die werden beantwortet und ihr habt nicht eine Person vor euch schämen müsst in keine Klasse, sondern ihr könnt jetzt einfach eine KI fragen, die euch dann eine Antwort gibt, zumindest insofern beantworten kann, wie es möglich ist. Also ist nach wie vor halluziniert ChatGPT und gibt falsche Antworten zum Teil, aber die meisten können beantwortet werden, ohne dass man jetzt so, ich denke jetzt an Schülerinnen, die irgendwie eh leistungsschwach sind und ein Problem damit haben, dass den Lehrer fragen oder vor der Klasse fragen, weil sie einfach die Angst haben, dass es falsch ist. Und das bin mir sicher, also man sollte wirklich, es geht eher, glaube ich, darum, dass Schülerinnen Neugierde und Interesse gefördert bekommen, als jetzt die Fragen, die die Lehrerin oder Lehrer bei einer Schularbeit fragt, dann in ChatGPT einzutippen und dann das Ergebnis zu haben. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass die selbst draufkommen, sie können sich da Skills erarbeiten über ein Tool, die ein Lehrer normalerweise im Individualunterricht bringen könnte. Genau, also wir haben noch 2 gehobene Hände, die wahrscheinlich auch zu dem Thema etwas sagen möchten. Gudrun, würdest du gleich weitermachen? Ja, gerne. Ja, David unterstützt das auch, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, für mich stellte sich der eine Aspekt einmal, oder den möchte ich in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Lernen ja auf eine Basiskenntnisse, Basisinformationen, und das Lernen dann mit dem Umgang eines AI-Tools, das muss ja nicht ChatGPT sein, sondern es gibt ja ganz viele andere Tools mittlerweile auch, die wachsen ja wie die Pfifferlinge im Wald, sage ich.
Es gehört dazu, die Fähigkeit zu besitzen. Und ich glaube, das ist die Kompetenz und das sollen Sie erlernen und erwerben. Ob es richtig ist oder falsch ist, die Antwort. Die Basis haben wir ja immer nur gleich. Ja? Wie die dann formuliert ist, wie das eine künstliche Intelligenz dann ausgearbeitet und formuliert hat, das muss letztendlich der Schüler validieren und der gibt ja das dann ab zur Beurteilung. Aber nur mal zurück, ich glaube, diese Kompetenz, dass sie die Chance haben und die Möglichkeit haben, sich Informationen noch zu holen und das zu verinnerlichen, dass derjenige, der das überprüft, die erste Überprüfung macht, ob das richtig ist oder falsch ist, das macht der Schüler selber in erster Linie. Das, glaube ich, das darf man nicht vergessen dabei. Die Basiskenntnisse geben wir Lehrer zuerst einmal und dann kann man es ausbauen. Jeder individuell mit Interesse und mit Möglichkeiten und Fähigkeiten. Dankeschön. Martina, du wolltest auch noch etwas hinzufügen? Ja, aber eigentlich zu den anderen Fragen im Chat. Also die nach der Beurteilung von Texten und so, ja genau, also weil ich glaube, dass aber das jetzt nicht Martina, so unterschiedlich ist. Entschuldige, ja. Weil vielleicht hat, Elisabeth, wolltest du noch was direkt im Anschluss sagen? Ja, oder? Auch zur Beurteilung. Auch zur Beurteilung, okay. Na dann. Lass mal rück die Martina zuerst. Okay, genau, danke. Okay, ich glaube nämlich, dass das jetzt auf einer Hochschule oder in einer Schule nicht so unterschiedlich ist in den Grundzügen und das ist einer von unseren Ressortschwerpunkte zum Thema KI in der Bildung, nämlich, dass da Richtlinien oder ein Bezugsrahmen entwickelt wird, an dem man sich dann orientieren kann. Und da gibt es so, also mittlerweile gibt es ja schon Handlungsvorschläge in die Richtung im Ministerium und das wäre zum Beispiel, dass man die Arbeit dann auch präsentiert und eben ein Begleitgespräch anhängt. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon mal erwähnt worden, dass man die Prompts, mit denen man die KI befragt beziehungsweise die Aufgaben stellt, zitiert. Also dass die im Anhang oder im Text dann angeführt werden von den SchülerInnen oder von den Studierenden, dass das ein bisschen transparenter wird. Dann gibt es gerade auf Unis, also jetzt im Hochschulbereich, wird eigentlich, ich meine, bei Seminararbeiten jetzt nicht unbedingt, aber bei Abschlussarbeiten wird ja eine Verpflichtungserklärung auch unterzeichnet, eben dass das als das eigene geistige Eigentum ist und man keine Plagiate begeht und so weiter. Und was auch noch ansteht, ist die Weiterführung des Fachs Informatik bis zur Matura in der AHS. Und da ist KI natürlich auch ein Thema. Aber eben, also was die Beurteilungskriterien angeht, werden da jetzt Sachen erarbeitet, die Lehrende unterstützen sollen in der Beurteilung. Und es steht dann auch noch im Chat drinnen, vielleicht hast du da Erfahrungen, Martina, ob es eine Möglichkeit gibt, KI als Quelle zu kennzeichnen, ob man sich da schon geeinigt hat vielleicht auf etwas? Ich weiß da jetzt noch nichts. Vielleicht eben auch gern jemand anderer, falls jemand erfahren. Ja, es gibt einige Schulen, die das so integriert haben, dass man das kennzeichnen muss, dass eine KI verwendet worden ist. Aber ich finde die Idee mit Prompt recht gut. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Interview, das man dann im Anhang der Arbeit hinzufügt, weil je nachdem, welche Frage man stellt, sie wird wahrscheinlich von unterschiedlichen Personen, je nach dem Verlauf, auch anders beantwortet von der KI. Es ist vielleicht eher vergleichbar mit einem Gespräch, das man mit einem Experten führt. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich kenne nur die Version, was man erwähnt, dass man KI dazu benutzt. Danke. Aber es braucht definitiv, glaube ich, irgendein Regelwerk, weil was passiert zum Beispiel mit Text, das man selbst formuliert hat, den man aber von ChatGPT sozusagen wissenschaftlich formulieren lassen hat, ist dann der Text selbst geschrieben, also die einstattliche Erklärung ist dann nicht mehr so viel. Darf ich da noch ganz kurz darauf reagieren, von Christian? Entschuldigung. Aber ich war im letzten Jahr in diversen Fachgruppen und Arbeitsgruppen zum Thema eben auf der Uni oder auf Unis.
Und da war das auch immer wieder Thema, also gerade in der Lehrerinnenbildung und auch bei Personen, die selbst im Schuldienst sind. Und die haben gesagt, dass sie erkennen das jetzt schon wirklich relativ schnell, ob ein Text eben von einer KI formuliert wurde oder von einem Schüler oder einer Schülerin. Wie bei Und Bildern. also, ja, genau, richtig. Da mehr, irgendwie merkt man es Wenn man auch, wenn man sich eine Erfahrung Zeit lang gemacht hat, damit dann ist es. auseinandersetzt. Genau, richtig. Dann irgendwie hat man es dann schon im Gefühl. Aber ich Und glaube, ich dass sich das denke verändert. Also es wird wahrscheinlich ja, immer besser wäre werden. ja Ziel. Ja, genau. Ja, man kann sich auch füttern mit eigenen Texten und dann sprechen. Soweit ich weiß, aber der Christian weiß da sicher mehr dazu, wie sich das entwickeln wird oder ob es irgendwann mal keine Möglichkeit mehr gibt, dass wir das erkennen. Den Stil. Ja, also genau deswegen habe ich mich auch gemeldet. Wir haben bei uns natürlich das auch diskutiert an der Universität Bonn. Es gibt in Deutschland diverse Handreichungen von den einzelnen Kultusministerien. Wir haben ja 16 Ministerien bei uns. Wir machen es ja möglichst immer sehr kompliziert, die dann halt aber auch Handreichungen geben, wie dann zum Beispiel solche Referenzen und Zitierungen dann erfolgen könnten. Ich will allerdings davon abraten im Hochschulbereich. Im Schulbereich mag es noch klappen, im Moment. Ich sage immer noch im Moment, wenn man dann halt das ganze Gerüst, also das Prompt und so, die verwendete Version und Uhrzeit und so weiter dann mit dann angibt. Allerdings, ChatGPT, aber auch die anderen KI-Tools verändern sich so schnell und so rapide, dass das dann in ein paar Monaten gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist auch immer schwieriger herauszufinden, ob etwas tatsächlich von einem KI-System erstellt wurde oder nicht, weil es die Möglichkeit auch bietet, einfach dann zum Beispiel auch selbst ChatGPT zu sagen, bitte schreibe wie ein Achtklässler. Und dann macht ChatGPT das auch. Verwendet dann halt eine ganz andere Sprache und das ist dann nicht mehr so einfach dann herauszuhören. Und im wissenschaftlichen Bereich an der Universität haben dann halt auch eine Runde gemacht und ich wurde dann auch eingeladen und ich habe dringend davon abgeraten, dort irgendeine interne Richtlinie dann zu erlassen, weil wir so unterschiedlichste Situationen haben. Wir haben sowieso Forschungsversuche sind nicht zugelassen. Punkt. Egal, ob jetzt mit KI oder sonst wie. Und wenn dann jemand versucht zu täuschen, sei es mit KI oder ohne KI, ist das halt ein Täuschungsversuch und ja, muss bestraft werden. Hinsichtlich jetzt Nutzung von KI, da sind in den einzelnen Fachbereichen, in den einzelnen Disziplinen die Situationen so unterschiedlich, die Anwendungsfälle so verschieden, dass das nicht pauschal dort dann halt gesagt werden kann, was denn da halt zugelassen werden kann oder sollte oder aber auch nicht. Und deswegen ist bei uns die Handhabung so, und da gehen jetzt auch immer mehr deutsche Universitäten dazu über, dass wir sagen, das muss dann halt vor Ort entschieden werden. Notfalls dann halt auch von den Lehrenden selbst, ob sie dann halt dann auch mal einfach dieses Wagnis eingehen und sagen, ja, lassen das mal einfach zu, mal gucken, was da rauskommt. Und notfalls in einem halben Jahr stellen wir das dann auch wieder ein. Aber tatsächlich jetzt hier solche wissenschaftlichen Referenzen anzugeben, ist bei gerade wissenschaftlichen Arbeiten super schwierig, denn was mache ich? Ich nutze ChatGPT, indem ich das Prompt 20, 30 Mal einsetze. Also da ist dann wäre meine Berichterstattung also dermaßen endlos lang, das kann überhaupt niemand mehr dann nachvollziehen. Und insbesondere, wenn man dann auch noch verschiedene Systeme verknüpft, ich ergebe das Ergebnis dann weiter von DeepL an ChatGPT und von ChatGPT dann noch woanders hin, das ist dann überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Haben wir noch Fragen im Chat Im Chat oder haben wir erhobene? Empfehlungen Ja. und erhobene Hände haben wir noch zwei, genau. Also Julia, du wolltest auch noch was hinzufügen. Danke. Ja, ganz ad hoc zu dieser Frage und auch das, was Christian jetzt gesagt hat zu den Hochschulen. Also ich kann von der Universität Salzburg berichten, bin da auch in der Hochschuldidaktik AG und wir haben uns letztes Jahr sehr viel in den Kopf darüber zerbrochen, genau über dieses Thema. Die Universität hat uns gesagt, klar, wir brauchen irgendwas, wie gehen wir damit um? Es war aber auch gleichzeitig ganz stark eben dieser Tenor da,
dadurch, dass sich das so schnell verändert, sich ein bisschen davor zu hüten, vielleicht auch irgendwelche ganz klaren Richtlinien oder Verbote, ich nenne es jetzt mal so, auszusprechen, sondern vielleicht da ein bisschen abzuwarten. Aber gleichzeitig hat man versucht, die Balance zu finden zwischen abwarten und aber gleichzeitig irgendwie den Anschluss nicht zu verpassen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir haben keine Richtlinien verfasst, sondern wir haben Tipps verfasst für den Umgang mit KI in der Lehre. Und das ist kein Folder, der ausgesendet wurde, sondern das ist ein Shared Document, wo jeder etwas beitragen kann, wo einfach Tipps drinnen sind, wo es wirklich immer darum geht, auch die Lehrenden der Universität da mal darauf hinzuweisen, schaut mal, das gibt es, habt ihr das schon ausprobiert, damit auch die Lehrenden selbst einmal herausfinden können, was könnte denn die KI überhaupt in dem Bereich, in dem ich arbeite, leisten? Möchte ich das einsetzen mit meinen Studierenden, ja oder nein? Und so ist es dieser Ansatz, den die Universität Salzburg da jetzt gewählt hat, das als lebendes Dokument zu gestalten, wo einfach jeder seine Erfahrungen auch ein bisschen teilt. Und wir beobachten das Ganze jetzt. Das wollte ich nur einwerfen da, weil eben, das finde ich ganz gut zu dem passt, was Christian jetzt da gesagt hat und zu der Frage im Chat. Danke. Ganz kurz vielleicht noch dazu, es wurde gerade gefragt, ob das Dokument öffentlich ist, ob man das öffentlich einsehen kann. Müsste ich ehrlich gesagt nachfragen, es ist intern ausgeschickt worden für die Lehrenden der Universität Salzburg. Es liegt nämlich auch in unserem internen Server. Ich würde jetzt spontan einmal vermuten, nein, aber ich kann mich gern informieren und könnte das dann vielleicht noch irgendwie über den MLA nachreichen, sollte es öffentlich zugänglich sein. Ja, kann mich gern schlau machen. Ja. Dankeschön, es besteht definitiv Interesse. Elisabeth, du wolltest auch noch etwas sagen. Nur ganz kurz noch. Also ich glaube, wir sind da alle einer Meinung. Ganz klare Richtlinien kann man zu diesem Zeitpunkt nicht geben. Ich möchte zurück zu dieser Frage mit VWA oder auch Seminararbeiten und Ähnliches. Der Unterschied, ob jetzt ein Studierender seinen Text von irgendwem durchlesen lässt und auf Sprachfehler korrigieren oder ob er den jetzt bei dem neuen DeepL-Write eingibt und das einfach nur die Sprache sozusagen verbessert, ist ja nicht wirklich gegeben. Ja? Und das ist ja durchaus üblich, dass Studierende vor allem in Fremdsprachenfächern das tun. Auch da gibt es keine klaren Regelungen. Ist das dann schon erschwindeln oder nicht? Also ich glaube, die Grenzen sind so verschwimmend. Und was das Niveau in der Schule betrifft, ist es derzeit noch, zumindest in der Fremdsprache, sehr klar sichtbar, ob Schüler das selbst geschrieben haben oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern, weil, so wie der Christian gesagt hat, man kann sagen, schreib wie ein 12-Jähriger oder so. Wobei auch da die Ergebnisse noch von der Ferne nach nicht 12-Jährigen riechen und auch die Fehler, die eingebaut wurden, so untypische Fehler sind, dass ich sofort reagiere und sage, dass diesen Fehler würde ein deutschsprachiges Kind nie machen. Ja? Also da ist noch, ist es relativ leicht erkennbar, das wird sich sicher ändern. Also die Rasanze der Entwicklung ist da ja, breathtaking. Ich glaube, wir haben im Chat noch eine Frage oder Anmerkung. Schauen wir mal eben kurz. Das ist genau, also für Interessierte, es gibt auch Infos zu den Angaben bei Copyrights, bei Bildmaterial. Kann man gerne im Chat nachsehen. Ich glaube, das ist so die praktischere Lösung. Ich hätte noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen naiv ist als Nicht-Lehrende in einer Schulklasse. Aber was ist denn mit den guten alten mündlichen Prüfungen passiert? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit von Textgeneration, Generierung. Aber ich denke mir, selbst wenn Schüler sich was erschwindeln, spätestens bei einer mündlichen Wiederholung, bei einer Prüfung, bei einem Dialog, müsste das dann ja ersichtlich werden, dass das Niveau dann vielleicht ein unterschiedliches ist. Und daran anknüpfend gleich die Frage, ist es nicht so, weil das hat, glaube ich, der David vorher angedeutet, ist es nicht vielleicht ohnehin so, dass man mehr in den Dialog treten muss, als Lehrperson wieder mehr in den Dialog treten, weiß ich nicht. Vielleicht ganz spontan dazu und auch in die Entwicklung, also in das Entstehen dieser Prozesse. Ja. Wenn ich das beobachte als Lehrperson, dann sind all diese Werkzeuge weniger gefährlich. Definitiv, das kann ich auch nur unterstreichen, insbesondere wenn es dann darum geht, was kommen für Leistungen heraus? Halluzinationen gibt es ja nicht. Also
Die KI halluziniert nicht, auch wenn das gerne so bezeichnet wird, genauso wenig wie die künstliche Intelligenz intelligent ist. Das sind keine Halluzinationen, das ist einfach eine falsche Datenbasis. Das ist ein Bias, der von der Datenbasis her ganz konsequent über Automatisierungsprozesse dann halt zu einem falschen Ergebnis führt. Und das ist vollkommen richtig, was dann da das System dann dort produziert, aus Systemsicht heraus. Bloß die Datenbasis ist halt vollkommen falsch. So. Und deswegen, ja, das muss auch klar sein oder klar werden. Und das müssen dann auch Schülerinnen und Schüler dann erstmal einordnen können, dass es dann nicht darum geht, dass alles, was dann am Ende herauskommt, dann auch per se richtig ist, auch wenn es systemimmanent richtig ist, aber wenn dann halt ein Bias bei der Datenbasis oder bei der Konstruktion des digitalen Modells vorliegt, des Expertise-Modells oder was auch immer dort zugrunde gelegt wird, dann ist es natürlich klar, dass dann halt am Ende auch etwas rauskommt, wo wir sagen, das ist doch, stimmt doch gar nicht, Halluzination, aber es ist tatsächlich folgerichtig, folgelogisch, aber halt falsch. Martina, du wolltest auch noch was beisteuern. Ja, und zwar einerseits zum Thema mündliche Prüfungen. Ich würde gerne einen anderen Begriff etablieren, mhm. Und zwar vielleicht eher die persönliche Demonstration. Weil ich das, ich meine, wir wissen das, wir kennen das alle von Uni-Zeiten oder vielleicht sogar noch aus der eigenen Schulzeit, dass so dieses Lernen für Prüfungen, das sagt jetzt auch nicht unbedingt aus, dass ich was verstanden habe oder die Materie wirklich begriffen habe. Aber wenn ich was persönlich demonstriere, egal ob das jetzt eine praktische Arbeit ist oder ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe oder was immer, dann glaube ich, ist das schon ein wesentlich verlässlicherer Hinweis darauf, dass ich mich wirklich selbst mit einem Thema auseinandergesetzt habe. Und was da auch noch, glaube ich, wichtig ist, ist auch ein bisschen Experimentierfreudigkeit in Sachen Methoden, also Unterrichtsmethoden, dass man die Erarbeitung eines Stoffes oder eines Inhalts, die darf ja ruhig außerhalb von der Schule passieren. Also im Sinne von Flipped Classroom zum Beispiel, dass man sich zu Hause mit einem Thema auseinandersetzt und dann in der Schule während der Unterrichtszeit was Praktisches zu diesem Thema macht. Egal, ob das jetzt Texte schreiben ist oder was auch immer. Da, glaube ich, ist die Gefahr dann auch nicht so groß, dass man einen Text produziert, der gar nicht von einem selber ist. Gudrun, du wolltest auch noch etwas hinzufügen. Ja, danke, Martina. Also das war jetzt auch super, weil das passt irgendwie dazu. Für mich stellt sich immer die Frage, es klingt so, als würde das Erlernen von Inhalten oder das Lernen von ChatGPT nicht per se in Ordnung sein. Das ist einfach eine andere Form. Ich kann ja auch von den Inhalten lernen. Wie gesagt, nochmal, ob es dann das Richtige ist oder nicht, das muss dann selber nochmal validiert werden. Aber das Lernen per se kann ja auch so passieren. Auch wenn ich mir ein Tutorial anschaue, wie es der Christian zum Beispiel vorher als Beispiel gesagt hat, wenn ich mir ein Videotutorial anschaue, das ist ja dann auch, wenn ich es jetzt ein bisschen übersetze, die Datenfütterung von der Person, die das Video erstellt, ja, die diese Informationen gibt, stimmen die immer? Also, wie gesagt, die Basis, das Basiswissen und das dann ausbauen und erweitern, für mich ist das auch eine Form des Lernens mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube auch, das darf man nicht fast übersehen. Danke. Hast du voll recht. Ich glaube, dass was ganz markant ist jetzt gerade, ist dieses Thema der Authentizität. Also ob Werke authentisch sind, das heißt wirklich von jemandem selbst erstellt oder ist das sie Deepfake oder KI generiert oder was auch immer. Also finde ich persönlich total spannend. Christian? Ja, also wenn ich eine Keynote dann mit einer Präsentation begleite, dann habe ich am Anfang immer ein paar Bilder. Und da stelle ich dann immer für bestimmte Sektoren und Branchen Bilder gegenüber. Wie sah es aus in einer Branche vor 100 Jahren und wie sieht es heute aus?
Und das kann man hervorragend machen, mit Ausnahme dem Bildungsbereich. Also der Bildungsbereich, der sieht immer noch genauso aus wie vor 100 Jahren. Und ich glaube, das ist überhaupt die großartige Herausforderung. Wir müssten eigentlich wegkommen von solchen starren Curricula, selbst von solchen starren Stundenbegrenzungen hin zu einem Schulkonzept, was auch viel mehr dann die Verantwortung bei den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern belässt und dafür Sorge treibt, dass dann halt in einem dialogischen Prinzip, in Absprachen mit Lehrerinnen und Lehrern dann festgelegt wird, wie die Schülerinnen und Schüler sich selbst am besten dort weiterbilden können. Ich habe in den Niederlanden, habe ich die letzten 6 Jahre gearbeitet, viel mit den Agora-Schulen gearbeitet, die keine Klassenräume mehr kennen, die keine Curriculum mehr kennen, die keine Stunden mehr kennen, sondern jeden Montag entscheiden die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern, die dann aber Mentorinnen und Mentoren heißen, was sie denn die nächsten Tage oder Wochen machen wollen. Alleine oder in kleinen Gruppen oder auch in Großgruppen. Und sie finden dann halt einen Schulbereich vor, in dem es in jeder Ecke etwas anderes gibt an Werkstatt, an Materialien und so weiter, sodass sie dann halt sich durch die ganze Schule ständig bewegen und nicht an irgendeinem Platz sitzen müssen. Sie können auch jederzeit entscheiden, ich gehe jetzt nach Hause oder gehe nach draußen oder mache sonst irgendetwas. Und das funktioniert hervorragend, weil sie müssen das dann auch dokumentieren, sich selbst gegenüber, aber auch den Mentorinnen und Mentoren gegenüber und auch den anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber präsentieren. Und damit bauen sie dann halt auch sukzessive Kompetenzen auf, die dann halt auch zu ihren Interessen passen und bei denen sie dann auch tatsächlich echte Motivation mitbringen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich dann halt dort irgendwelche Gleichungen dort jetzt zwangsweise mir aneignen soll, zu denen ich jetzt gerade im Moment gar keine Lust habe. Und Sie wissen auch am Ende des Tages, die Schülerinnen und Schüler, in den Niederlanden gibt es Zentralaufgaben, also da sind wirklich dann die Abschlussarbeiten überall dann immer gleich. Die müssen Sie dann halt auch irgendwann spätestens am Schulende bestehen und die Schulen outperformen dann halt alle anderen Schulen, weil dann halt tatsächlich die Schülerinnen und Schüler es wesentlich einfacher haben in den letzten 2 Jahren, dort dann halt auch die Lücken, die sie dann vielleicht haben zu diesem Curriculum, was dann vorgegeben wird von nationaler Seite her, dann halt aufzufüllen. Gut, ich glaube, es sind gerade keine Fragen mehr im Chat. Vielen Dank für die ganzen Redebeiträge. Ja, ich glaube, wir sind auch zeitlich an einem sehr guten Punkt. Wir hätten vorgesehen, dass wir um 15.30 Uhr eine Pause machen. Ich würde vorschlagen, wenn es jetzt nicht noch irgendeine dringliche Wortmeldung gibt, dann gehen wir jetzt in die Pause und sehen uns um 15.45 Uhr zum zweiten Panel. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück nach der verdienten Pause zum zweiten Panel der heurigen Fachtagung. Das Thema, das sich über dieses zweite Panel streckt, ist, welche Unterstützung brauchen digitale Grundbildung und Medienbildung? Wir haben hier VertreterInnen auch wiederum aus Projekten eingeladen, die aus ihrer Praxis berichten, die Projekte umgesetzt haben mit mehr oder weniger Unterstützung und erzählen können, wie das funktioniert hat. Und haben dann im Anschluss auch noch 2 VertreterInnen von Unterstützungsangeboten, die dann erzählen können, was man bei ihnen bekommen kann, wenn man Unterstützung braucht. Ich würde euch bitten, dass ihr euch wieder vorstellt, so wie in bewährter Weise vorab. Auf dem Panel haben wir zuerst Julia Weißenböck. Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Julia Weißenböck. Ich bin Lehrerin für Englisch am Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium Ramsauerstraße in Linz und Fachdidaktikerin für Englisch an der Universität Salzburg. Dann haben wir den Herbert Mischuh. Ja, hallo, schönen guten Nachmittag. Ein bisschen verkühlt zwar am Werk, aber freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Lehrer am Sportgymnasium in Wels, Wallerer Straße und ja, freue mich, dass ich dabei bin. Wir freuen uns auch. Und zu guter Letzt Gerrit Brunner. Ja, hallo, ich bin Gerrit Brunner. Ich bin auf der Pädagogischen Hochschule in Wien im Bereich sprachsensibler Unterricht, Mediendidaktik
Und ich unterrichte jetzt das 9. Jahr in der Mittelschule in Wien-Konstantiagasse mit dem Schwerpunkt Englisch und Informatik. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, plaudern wir doch ein bisschen über eure Projekte und wie ihr das angegangen seid, wo euch Unterstützung gefehlt habt, wo ihr Unterstützung bekommen habt. Julia, du bist ja auch vertreten, beziehungsweise deine Schüler, Schülerinnen sind vertreten, auch mit einem Projekt, das einen Award gekriegt hat heuer, No Excuse for Abuse. Ja, wie ist dieses Projekt vonstatten gegangen? Ja, genau. Ich werde vielleicht ganz, ganz kurz nur umreißen, worum es in dem Projekt geht. Das war ein Projekt im Englischunterricht der 7. Klasse letztes Jahr zu dem Thema Crime und Violence. Haben wir uns einfach sehr intensiv dann mit dem Thema Gewalt, also sexualisierte Gewalt gegen Frauen beschäftigt und haben dann auch für unsere, an unserer Schule eine Umfrage gestartet, um mal ein bisschen abzuklopfen, was sind die Erfahrungen der Mädchen und auch Burschen mit diesem Thema. Und es kam das heraus, was wir uns eh gedacht haben, dass zum Beispiel mehr als 2/3 der Mädchen irgendwann schon mal eine Erfahrung gemacht haben in diesem Bereich und die Burschen da oft sehr, sehr wenig wissen oder denen sehr wenig bewusst ist. In weiterer Folge wurden diese Ergebnisse dann von der Klasse aufgearbeitet, indem sie dann Videos erstellt haben, wie gerade die Ergebnisse grafisch dargestellt wurden. Es wurde auch ein Modell entwickelt, das Take-Care-Modell haben sie es genannt, mit Tipps für Opfer oder Zeugen, / Zeuginnen von sexueller Gewalt. Und all das haben wir dann auf einer Homepage veröffentlicht. Also das ist so der Umfang von diesem Projekt. Es ist ein sehr umfangreiches Projekt geworden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch eher eine spontane Idee. Ich wusste, dass da viel Arbeit auf uns zukommt und habe es den Schülerinnen freigestellt, der Klasse, ob sie dieses Projekt machen wollen oder nicht. Sie haben sich dafür entschieden und ich habe es dann so gelöst, dass ich, um den Workload ein bisschen zu verringern, die Schüler und Schülerinnen in Gruppen arbeiten habe lassen. Das heißt, es gab eine Gruppe, die haben sich nur um die Erstellung der Fragebögen für die Mitschülerinnen gekümmert. Dann gab es eine andere Gruppe, die hat die Homepage erstellt. Es gab eine andere Gruppe, die haben dann die Ergebnisse visualisiert als Videos, Audios, Poster. Es gab eine Gruppe, die haben den Begriff des sexuellen Missbrauchs oder der Gewalt gegen Frauen versucht, möglichst einfach zu erklären, um einfach da ein bisschen Bewusstsein auch zu schaffen. Weil es hat sich gezeigt in diesen Fragebögen, dass sehr oft den jungen Männern gar nicht bewusst ist, welches Verhalten ihrerseits oder von ihren Freunden für Frauen oder junge Mädchen zum Teil schon unangenehm ist. Und das war uns einfach ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen. Also da gab es eine Gruppe, die hat sich um das gekümmert. Und es gab auch eine Gruppe, die eben dann versucht hat, Lösungswege, also wir schreiben uns da jetzt nicht so, dass wir die Lösung für dieses Problem gefunden haben, aber einfach eben, um auch zu zeigen, okay, dahin kann man sich wenden, wenn man von dem betroffen ist. Da gab es auch eine Gruppe, die an dem gearbeitet hat. Logistisch war es ein großer Aufwand, ich sage es auch ganz ehrlich, also wir haben dieses Projekt alleine bewältigt, ich mit meiner Klasse von 14 Schülern und Schülerinnen. Und es war auch ganz wichtig, dass ich immer so eine Art Projektplan vorgebe. Also es gab von mir immer einen Fahrplan, was sind die nächsten Schritte, was muss Gruppe 1, die sich um die Homepage bis zu diesem Tag erledigt haben, was muss die nächste Gruppe, die sich zum Beispiel um die Aufarbeitung der Ergebnisse kümmert, bis zum Tag X erledigt haben. Also diese Projektpläne habe ich verfasst. Das war meine Aufgabe. Ich war mehr die Koordinatorin dieses ganzen Projektes und habe natürlich auch gefeedbackt und so weiter und so fort. Das war meine Aufgabe, das einfach dort die Schüler und Schülerinnen anzuleiten. Genau. Die Leistung an sich kam von den Schülern und Schülerinnen. Genau. Aber keine Unterstützung von außen, leider. Ja. Wir stellen auch jetzt fest, aber vielleicht kann mir irgendwer korrigieren, dass es sehr schwierig ist, mit dem Thema jetzt weiterzuarbeiten. Also es war uns schon, war klar für uns als Schule, dass wir da jetzt irgendwas machen müssen. Ja, wir haben jetzt da unseren Schülern und Schülerinnen an der Schule eine Stimme gegeben durch diese Umfrage und es kam eindeutig das Feedback, da gibt es Handlungsbedarf. Jetzt haben wir uns informiert, was gibt es für Workshop-Angebote, es gibt ja Frauenbüros, Männerberatung, alles Mögliche gibt es. Ja, diese Workshops, die da angeboten werden, sind sehr teuer. Für öffentliche Schulen sehr schwierig. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass es da ja, keine Möglichkeit gibt, auch seitens des Ministeriums vielleicht zu sagen, das wäre mal was, damit könnte man in die Schulen gehen und dort ansetzen. Genau.
Kannst du vielleicht noch kurz sagen, wie alt die Schüler, Schülerinnen waren? Genau, also es war eine 7. Klasse, ich sehe es eh im Chat, genau, also den Link zur Homepage kann ich gerne in den Chat dann posten, genau, in welchem Gegenstand, es war im Englischunterricht, also das ganze Projekt wurde auch auf Englisch durchgeführt, wobei wir es so gemacht haben, dass wir die Fragebögen auf Deutsch gemacht haben und dann nur zur Veröffentlichung auf der Homepage wieder zurück ins Englische übersetzt haben, weil die Fragebögen ja auch an Schüler und Schülerinnen zum Beispiel in der 4. Klasse ausgesendet wurden und wir einfach Sorge hatten, wenn das auf Englisch ist, dieser Fragebogen, dass vielleicht viele Schüler und Schülerinnen das nicht so verstehen oder dann nicht wissen, auf welcher Sprache sollen sie antworten. Drum Fragebogen auf Deutsch, aber an und für sich war es im Englischunterricht und es wurde auch alles auf Englisch gemacht. Und die Schüler und Schülerinnen waren in der 7. Klasse, das heißt, die waren so 17 Jahre alt. Jetzt sind sie etwas älter mittlerweile. Genau. Welche Unterstützung hättest du dir, weil du gesagt hast, es gab keine, was hättest du dir gewünscht, genau. Was hätte geholfen? Ja, es hätte vielleicht geholfen, wenn man vielleicht irgendwelche externen Experten oder Expertinnen einmal einladen hätte können, einfach um ein bisschen zu wissen, was gibt es da in Österreich überhaupt für Betroffene, auch für Unterstützungsangebote. Natürlich kann man das alles im Internet nachschauen, das haben wir dann auch getan. Aber es wäre, ich denke mal, auch für die Schüler und Schülerinnen cool gewesen, wenn sie da vielleicht mit jemandem Kontakt aufnehmen hätten können oder es wäre mal jemand gekommen. Technische Unterstützung haben wir keine gebraucht. Ich sage es ganz ehrlich, das konnten wir alleine bewältigen. Es sind uns auch keine Kosten entstanden. Also wir haben eine gratis Homepage erstellt. Das war in Ordnung. Wie gesagt, für mich geht es eher jetzt darum, was machen wir jetzt damit? Und da würde ich mir jetzt Unterstützung wünschen. Jetzt haben wir diese tollen Ergebnisse und was passiert jetzt als nächstes? Das ist eigentlich für mich dieser essentielle Faktor. Genau. Ja, das verstehe ich gut und jetzt aus meiner Rolle als Moderatorin aussteigend oder vielleicht auch nicht, da wäre es doch schön, wenn Medien dann ein Gefäß wären, wo das dann auch in einer breiteren Form und Art und Weise transportiert werden könnte, weil ich kenne die Projekte natürlich und ich finde, ja, das hätte auch eine breitere Öffentlichkeit verdient grundsätzlich, also nicht nur dieses Projekt, mehrere, absolut. Alle. Da fehlt es vielleicht ein bisschen, die Anknüpfung an Verbreitungsmöglichkeiten. Aber gut, das ist ein anderes Thema für ein andermal. Herbert, kannst du uns vielleicht ein bisschen dein Projekt vorstellen und eben auch erzählen, wie es euch ergangen ist dabei? Ja, gerne. Im Chat darf ich den Link reingeben. Und zwar haben wir ein Escape Room kreiert, also ganz was anderes jetzt als die Vorrednerin. Bei uns ist es ein bisschen mehr in der Unterhaltungsbranche angesiedelt, unser Projekt. Ursprünglich war es so, dass wir einen Tag der offenen Tür gehabt haben, vor Corona noch, und überlegt haben, wie können wir vielleicht die jungen Volksschüler irgendwie spielerisch in unsere Schule quasi einführen mit ein paar Rätseln. Und ich unterrichte in Informatik-WPG, dann haben halt Schüler kleine Computerprogramme gemacht und sind dann auf die Idee gekommen, wäre eigentlich nett, wenn wir da was Interaktives gestalten. Und dann ist Corona gekommen und die Idee war eigentlich wirklich grandios, die Schüler da gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich, wenn wir digital machen, diesen Escape Room oder auch eben Tag der offenen Tür, haben wir dann auf eine digitale Präsenz quasi gebracht in der Corona-Zeit, dann wäre das eigentlich eine feine Idee. Und die Grundidee von unserem ersten Escape Room, also wir waren zwei aufeinanderfolgend, die war so genial, dass wir gesagt haben, das müssen wir schon umsetzen. Und bei uns im Haus wird die Begabungsförderung sehr hoch und groß geschrieben. Und es ist oft im Unterricht so, dass die Schüler gerade in Informatik mit sehr unterschiedlichen Interessen und Begabungen oder Vorwissen daherkommen. Jetzt habe ich öfter mal Schüler drinnen gehabt, der eine mehr Musiker, der andere vielleicht mehr im 3D-Modeling interessiert, der andere programmiert dafür gut und gerne und so weiter. Und wir haben dann sich gedacht, eigentlich in einem Escape Room, wenn man so gestaltet, modular gekapselt, dass jeder so sein eigenes kleines Rätsel erstellen kann. Und das Ganze aber schön zusammenläuft, dann werden wir wahrscheinlich etwas zusammenbringen, was eine lässige Sache ist. Und so war es dann auch. Und wir haben dann wirklich geniale Sachen gehabt. Also ein Schüler hat dann die Musik komponiert. Wir haben eine Theaterwerkstatt in der Schule. Wir haben da eben ein Video geschnitten, ein kleines Intro. Wir waren da mehrere Lehrer, die da dann dran gearbeitet haben, eben mit so einem kleinen Kurs, einen Begabungsförderungskurs, haben wir dann trotzdem auch Möglichkeiten gehabt. Ein Schüler hat dann Motion Capturing mit seinem Gesicht gemacht, er hat sich vom Spiegel hingestellt, hat sich über die Punkte hingemalt, hat es dann auf eine Maske übertragen und da war wirklich sehr, sehr viel dabei, wo ihr als Lehrer auch mitlernen habt können und es war beeindruckend, wie die Schüler, so wie wir es heute schon mal gehört haben,
einfach mit einer Problemstellung dastehen und die Schüler haben dann selber das Interesse, dass sie sich weiterentwickeln. Ja, und nachdem der erste Escape Room recht gut angelaufen war, wir haben dann noch ein bisschen weiter gemacht im Sommer. Es gibt eine Sommerakademie in Oberösterreich, da sind halt sehr talentierte Schüler, da waren dann auch ein paar, die grafisch extrem gut gezeichnet haben und da sind auch ein paar Dinge dann eingeflossen. Ja, und im Endeffekt haben wir den ersten dann gemacht und nachdem es so gut gelaufen ist, ein Jahr drauf noch einen zweiten. Und ja, das war eigentlich so der Ablauf unseres Projektes und das kann jeder gerne nachspielen. Einzige Nachteil ist, man braucht ein paar Minuten, bis man sich ein bisschen mit dieser Handhabung ja, vertraut macht. Das ist mit Genially umgesetzt. Ich habe das bei einem Salzburger Kollegen einmal kennengelernt. Und vielleicht von der Programmierung könnte man es vielleicht ein bisschen besser machen, aber nachdem wir ein Sportgymnasium sind, wollten wir es da trotzdem vom Technischen ein bisschen niederschwellig halten. Und genau, das waren so. Das war so der Werdegang von dem Projekt. Momentan höre ich die Moderation nicht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Das Mikro war kurz zu. Ich wollte nur gerade sagen, nur dass sich niemand wundert, unser Laptop hier ist gerade aus dem Netzwerk geflogen, aber an sich dürfte der Chat ja noch funktionieren, beziehungsweise der Zoom-Call. Genau. Wir versuchen, unseren Laptop wieder in das Netz zu kriegen. Ich wollte noch fragen, Herbert, wie viele Schüler waren da jetzt insgesamt beteiligt? Das klingt nach sehr, sehr vielen. Das ist richtig. Wenn man den Prozess wirklich über beide Escape Rooms hinwegspannt, wenn man das Theater, die Theaterwerkstatt, die Lehrer, die den Ton auch mitgeholfen haben, also es haben dann Schüler eben gefilmt, andere haben das Licht gesetzt, andere, also ich würde mal sagen, für beide Escape Rooms wahrscheinlich 40, 50 Leute haben da mitgewirkt. Mit diesen Sommerakademien, die da dabei waren. Und ja, natürlich Informatik-WPG, da ist einiges dann trotzdem in den normalen Unterricht mit eingeflossen. Da war, weil wir heute auch über die Hürden ein bisschen sprechen sollen heute, da war es dann trotzdem, manchmal muss man den Schülern die Möglichkeit geben, dass sie sich entfalten. Aber es ist dann oft schwierig, wenn man dann bei Schülern weiß, da geht nicht recht viel weiter. Also ihnen dann so viel Zeitraum zur Verfügung zu stellen, weil man schon öfter das Gefühl hat, boah, bei dem passiert jetzt weniger. Das ist schon ein gewisses Risiko dann auch. Ja. Und wie wir es bei der Vorrednerin auch gehört haben, natürlich die einerseits zeitlichen Mittel, andererseits finanziellen Mittel, also dass man mal eine gescheite Videokamera hat und so, das ist einfach im AHS brutal schwer. Und das ist eigentlich schon eine schade Sache. Es ist sehr, sehr viel Hobby von uns Lehrern, glaube ich, die halt sowas machen wollen. Man sitzt halt natürlich dann am Abend trotzdem, weil irgendwo müssen die Fäden zusammenlaufen. Aber man macht es sehr, sehr gerne und es erfüllt er dann trotzdem den Job auch in einem gewissen Maße. Aber ja, jedes Jahr kann man natürlich so ein großes Projekt dann nicht machen. Aber es war wirklich dann für mich auch in vielen Bereichen auch der Informatik Bereicherung und ich habe viel dazugelernt. Das heißt, da ist man einfach dann miteinander unterwegs und coacht sich gegenseitig eigentlich, ja. Ja, sehr schön. Danke. Danke für das Engagement und diese Leidenschaft an alle im Übrigen. Gerrit, wie war das bei dir? Auch von dir ist ja ein Projekt morgen vertreten bei den Preisträgern, eben auch vom Herbert. Mirkeling Multilingual war dein Projekt, da geht es um Sprache, aber um mehr eigentlich, oder? Ja, es geht um sehr viel. Also es ist ein fächerübergreifendes Projekt gewesen. Es hängt sehr viel mit politischer Bildung zusammen, mit Sprache, aber auch mit künstliche Intelligenz, also Medienbildung und auch mit Menschenrechtsbildung, was ja auch ein Bereich von politischer Bildung ist. Und ich habe diese Kinder 4 Jahre lang begleiten dürfen. Das heißt, es war auch schon eine gewisse Beziehung da zu den Schülern und Schülerinnen, was ein großer Vorteil ist für mich als Lehrende, wenn ich so ein Projekt mache, also durchführen möchte. Also ich habe schon gewusst, mit wem arbeite ich? Wo sind die Stärken und Schwächen der Kinder? Für mich war es einfach ganz wichtig, die Menschenrechte in das ganze Projekt einzubinden. Und Sprache ist ein Recht, das jedes Kind hat, ein Recht auf Sprache, ein Recht auf Mitsprache, aber auch ein Recht auf die Erstsprache. Und wir vergessen oft als Lehrende vielleicht, dass die meisten der Kinder nicht Deutsch als Erstsprache sprechen, also ganz viele verschiedene Sprachen eigentlich mitbringen als Bereicherung. Und mir ist es immer ein großes Anliegen, die Sprachen der Kinder, die Vielfalt der Sprachen als eine Bereicherung zu sehen,
und das wertzuschätzen und das auch in die Arbeiten der Schüler und Schülerinnen einzubringen. Und daher habe ich ein Hörspiel verwendet als quasi als Grundlage oder als Ausgangspunkt für das Projekt. Habe ich ein Hörspiel verwendet, wo es um das Thema Holocaust geht, aber es befindet sich ein vierjähriges Mädchen im Zug nach Auschwitz mit ihrem Vater. Das Mädchen heißt eben Mirka. Und dadurch, dass der Holocaust jetzt aus dieser Perspektive dieser kleinen Mirka erzählt wird und es so konkret wird, wo es um konkrete Ängste geht, um Leben und Tod, um Vorstellungen von was passiert nach dem Tod und auch um den Vater, der im Dialog mit seiner Tochter ist und dann versucht, das Kind irgendwie durch Fantasie und durch Märchen irgendwie zu trösten. Dadurch ist das Ganze sehr emotional, was ich aber gut finde, weil dadurch hat sich auch für mich oft ergeben, dass die Kinder über ihre Gefühle reden konnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine ich, dass man Kindern eben eine Stimme gibt und auch sie reden lässt über ihre Gedanken, wo sie sonst oft gar keine Gelegenheit dazu haben, sich darüber auszutauschen oder mitzuteilen. Und es war für uns alle einfach total bereichernd, dass wir mit diesem lyrischen Text arbeiten konnten. Und da muss ich sagen, da wirklich war ich angewiesen auf die Unterstützung vom ORF, weil der Chefredakteur, der für die Hörspiele zuständig ist, Kurt Reisnecker, hat sich sofort bereit erklärt, das Hörspiel inklusive Manuskript zur Verfügung zu stellen. Also wir konnten konkret mit dem Text arbeiten. Auch ein Dank an die Rosi Fels, die Witwe vom Ludwig Fels, der das Hörspiel geschrieben hat, und der Regisseur Stefan Weber, der das Ganze künstlerisch umgesetzt hat, hat uns auch die Zustimmung sofort erteilt, wir dürfen mit dem Material arbeiten. Und das war eine riesige Bereicherung für uns alle, weil wir hätten niemals die Finanzen, um all diese Rechte kaufen zu können. Also das war schon wirklich toll, die Unterstützung. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir uns an die Arbeit gemacht haben und bevor wir das Hörspiel gehört haben, haben wir eigentlich zuerst mal das Thema Sprachenrechte sehr tiefgehend behandelt. Und Anlass war diese One Language Policy, die damals in Niederösterreich durchgesetzt wurde. Also dass nur Deutsch in der Pause gesprochen werden darf. Und ich habe dann einfach mal so die Frage in den Raum gestellt, was meint denn ihr dazu gegenüber meinen Schülern? Wie würdet denn ihr das machen, wenn ihr jetzt an meiner Stelle wärt als Lehrkraft oder wenn jetzt wir in Niederösterreich eine Schule wären? Was ist denn eure Meinung jetzt dazu? Also ohne dazu werten oder irgendwas eine Richtung jetzt zu bestimmen. Und dann kam aber schon von ganz vielen Kindern, naja, die Sprache ist ja ein Teil von uns. Wir kommen halt aus verschiedenen Bereichen, auch wenn sie in Österreich geboren sind und eine andere Sprache zu Hause gesprochen wird, dann ist es für sie irgendwie rassistisch, wenn das jetzt verboten wird, ihre Erstsprache zu sprechen. Sie sprechen sowieso meistens Deutsch, aber allein diese Idee, bestimmte Sprachen zu verbieten, da steckt schon sehr viel Rassismus drin. Also das ist konkreter Rassismus, es ist auch gegen die Menschenrechte. Aber es war ein super Anlass, einfach mal die Kinder zum Reden zu bringen. Ich habe dann auch so ein Padlet erstellen lassen in mehreren Klassen. Und da haben sie dann echt cool ihre Meinung ausgedrückt und das auch dann öffentlich beziehungsweise für andere Klassen und für andere Klassenkolleginnen sichtbar gemacht, was denn jetzt ihre Meinung ist. Also ich kann den Link zum Padlet in den Chat dann auch stellen. Gerne. Das ist sicher ja, gern. Hilfe. Und das war dann auch eine weitere Ausgangslage für uns, dass wir uns mit dem Hörspiel auseinandergesetzt haben. Und die Mirka, also das multilinguale Projekt Mirka Multilingual dann umgesetzt haben. Bei dem Hörspiel ist es so, dass es sehr lyrisch ist. Also es gibt eine sehr, sehr lyrische Sprache. Und meistens kommt irgendwie so die Furcht, naja, unsere Kinder sprechen jetzt eh schon Deutsch als Zweitsprache. Und dann auch noch so ein schwieriger Text. Geht das überhaupt? Und da hat mir die KI geholfen, weil wir die KI verwendet haben, um Textstellen, die vielleicht eher schwer zu verstehen sind, in Bilder zu übertragen. Also wir haben bildgenerierende KI-Tools verwendet, haben dann Bilder generiert zu einer Textstelle, die konnten sich die Kinder aussuchen,
es war oft nur ein kurzer Satz, zum Beispiel, war der Hund ein Nazi? Ich meine, wenn man sich das kann man sich natürlich vorstellen, das regt auch die Fantasie an. Gibt es überhaupt einen Hund, der ein Nazi sein kann? Und auch, was ist ein Nazi? Und da haben wir einfach als Prompt eingegeben, ein Hund als Nazi. Und dann kam so ein Schäferhund in Nazi-Uniform. Diese Bilder haben wir dann verwendet und in Form von einem Video, das wir zusammengeschnitten haben, dann mit den Originalstimmen der Kinder mit einem Voice-Over versehen. Also es gibt diese Bildspur mit den generierten Bildern und dann gibt es eine Tonspur, wo dann die Kinder in ihrer Erstsprache oder einer Sprache ihrer Wahl dann einfach über das Bild quasi den Text gesprochen haben. Und so war das Ganze mehrsprachig, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Sprachen natürlich in den Klassen. Es waren auch ungefähr 60 Schüler, die dann so mitgearbeitet haben. Weil für mich war es wichtig, dass die Kinder sich freiwillig beteiligen. Also es waren ganz viele begeistert dabei, aber wenn jemand sagt, na, also er will auf keinen Fall seine Sprache aufnehmen, dann ist das für mich auch okay. Du hast gesagt, ich versuche das jetzt irgendwie in den Chat zu stellen, aber habe es noch nicht. Jetzt vielleicht. Ja, sonst können wir es vielleicht auch versuchen nachzuzeichnen. Jetzt ist es da. Vielen Dank, jetzt ist es da. Danke. Also das ist mal das Padlet. Und das Coole war, dass ich hatte die Gelegenheit, weil ich auf der Bedrohung Hochschule im VoxMe-Netzwerk Bundeskoordinatorin bin. Und bei uns geht es darum, die Mehrsprachigkeit an Bildungseinrichtungen zu fördern. Also an allen Bildungseinrichtungen von Kindergarten bis Hochschulen. Alles, was dazwischen ist. Und im Zuge dessen haben wir ein Projekt mit Ö1, das heißt VoxMe und Ö1 macht Schule. Und da geht es darum, eben Ö1-Sendungen zu didaktisieren. Und dadurch habe ich im Rahmen meiner Arbeit quasi mit den Kindern dieses lange Projekt erarbeiten können. Und es wurde dann auch von erinnern.at aufgegriffen. Die haben das jetzt auch auf ihrer Webseite. Weil das Thema Holocaust mal auf einer ganz anderen Ebene behandelt. Okay, vielen Dank für diese Einblicke. Gibt es vielleicht schon Fragen aus der Runde zu dem ein oder anderen Projekt oder generell? Gerne wieder mit Hand heben oder im Chat, wie Sie gerne möchten oder wie ihr gerne möchtet. Also ich kann noch einmal hinweisen auf morgen die Preisverleihung, da werden die Projekte auch nochmal vorgestellt, da gibt es dann auch Bildmaterial bzw. Ausschnitte zu sehen, dann werden sie vielleicht nochmal ein bisschen bildhafter, greifbarer. Es sind sehr unterschiedliche Projekte, auch mit unterschiedlichen Schüler, Schülerinnen, vom Alter her, vom Hintergrund her. Ganz generell, es geht ja in dem Panel um Unterstützung. Was ist denn aus eurer Praxis, wenn man das überhaupt so vereinfachen kann und pauschal sagen kann, das, was am meisten helfen würde? Oder was würdet ihr euch persönlich wünschen? Weil, was ich bei allen dreien rausgehört habe, es ist sehr, sehr viel persönliches Engagement und natürlich, die Teilnahme der SchülerInnen ist lohnend und das ist wahrscheinlich Belohnung, aber was würdet ihr euch persönlich wünschen? Also ich kann gleich anschließen. Ich würde mir wünschen, dass der sprachsensible Aspekt wirklich curricular auch noch mehr verankert wird, dass es in allen Fächern einfach immer mehr im Vordergrund ist, die Sprachen der Kinder, egal welche, im Unterricht aufzugreifen, auch ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Sprachen zu verwenden, in ihren Sprachen recherchieren zu dürfen. Und das als wertschätzend im Unterricht wahrzunehmen. Ja, dann ergänze ich noch. Ich denke trotzdem, die finanziellen Mittel sind gerade im AHS-Bereich. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Teilungszahlen, die es jetzt nicht mehr gibt. Also wir haben momentan eine Informatikklasse mit 29 Schülern. Da kann man solche Projekte schon sehr, sehr schwer umsetzen. Das heißt, wenn da wieder einige mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen würden, wäre das leichter. Beziehungsweise es ist auch schade, dass man eben Kamera, Equipment und Co. doch sehr viel Privates verwenden muss.
Beziehungsweise über dann trotzdem hin und wieder gewinnt man mal vielleicht irgendwo einen kleinen Preis oder so, und dass man diese Preisgelder dann wieder reinvestieren muss, das ist eigentlich schon ein bisschen ein Armutszeugnis. Ja, aber ich verstehe es natürlich auch, ich meine, wir sind ein Sportgymnasium, wir investieren sehr viel in die Sportgeräte. Das ist natürlich unsere Hauptaufgabe bei uns, aber an mancher Stelle ist es halt einfach schade, dass das Equipment nicht da ist. Ja, kann nur dem voll inhaltlich zustimmen. Bin auch an einer öffentlichen Schule tätig. Es ist nicht sehr leicht und wie du, Herbert, jetzt schon gesagt hast, das hängt sehr viel an uns. Ja, das ist einfach unser persönliches Engagement. Ich mache das gerne, ja, auch wenn es sehr viel Arbeit ist, weil ich mir einfach denke, der Outcome steht dann für sich und zu sehen oder auch den Schülern und Schülerinnen einmal die Möglichkeit zu geben, einmal was zu tun, was nicht jetzt so, sage ich jetzt mal, dem klassischen Englischunterricht entspricht und projektbasiertes Arbeiten. Man sieht einfach, dass es sich auszahlt. Aber es kommen dann auch oft so Kleinigkeiten auf, wie zum Beispiel für das Video, das wir erstellen, ja, welches Tool verwenden wir? Kaufen können wir uns keines, wir haben nicht das Geld. Das heißt, man ist dann einfach immer auf der Suche, okay, wo gibt es Gratis-Tools? Okay, kann ich dann dieses Gratis-Tool, darf ich das dann für etwas verwenden, was ich aber veröffentliche? Also mit all diesen Dingen hadert man eigentlich im Hintergrund. Und da wäre es halt irgendwie, ja, toll, vielleicht ist das Wunschdenken, wenn man da einfach mehr Möglichkeiten hätte, auch noch im Unterricht an, ja, ich sage jetzt mal, technischer Umsetzung, einfach, das einfach so ist. Das gibt es an österreichischen Schulen. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Wunsch ans Christkind von mir. Vielleicht, Julia, darf ich da den Ball nochmal kurz zurückspielen. Und zwar einerseits gibt es schon ziemlich coole Freeware-Software, also DaVinci Resolve ist zum Beispiel genial. Und weil du das auch vorher angesprochen hast bezüglich Frauenhäuser und Co., bei uns in Wels gibt es die Möglichkeit über das BFI, wir haben ein Jugendcoaching, wir haben in Wels bei uns den Schlachthof mit Sozialarbeiter, die wir vielleicht zu solchen Themen einladen können. Und die sind zumindest bei uns eigentlich trotzdem zum Teil eigentlich auch kostenfrei zur Verfügung. Ja, na voll super. DaVinci Resolve, lustig, haben wir nämlich dann sogar genommen. Ja, okay. Ja. Und das mit der Beratung, wir haben uns auch schon informiert, wir haben schon angerufen beim Frauenbüro der Stadt Linz und so. Die würden das auch alle machen, aber, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja. Ja, aber ich finde, also Veranstaltungen wie diese sind ja eben auch dazu da, dass man sich gegenseitig Tipps gibt und aushilft. Und Julia, was du auch schon gesagt hast, dieses Dokument, dieses Leben, das ihr habt, also ich will jetzt nicht sagen, dass sämtliche Verantwortung an die eh schon engagierten Lehrpersonen zurückgeschmissen werden soll, aber nutzt das doch, stellt es doch in den Chat bitte, solche Sachen, tauscht euch aus, weil ihr seid die ExpertInnen auf dem Gebiet und könnt euch vielleicht auch gegenseitig helfen und gegenseitig befeuern. Das finde ich, ist halt auch einer der Gründe, warum es diese Fachtagung gibt. Natürlich sollte strukturell noch sehr viel mehr kommen, das ist schon klar. Aber danke eben auch für eure Tipps und euren Austausch. Kann jemand vielleicht noch was ergänzen? Hat jemand gute Ideen? Gibt es vielleicht schon irgendwelche Foren, wo man sich eh schon austauscht? Okay, ich lese hier. Genau, das ist nur die Bestätigung, genau, dass eben die strukturellen Umstände definitiv noch besser werden sollten, ja. Das scheint eine Erfahrung von mehreren Personen zu sein. Ja, weil wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt oder keine... Ja, viel, ja? Ganz, ganz kurz. Ja. Ich mache jetzt ein bisschen Fremdwerbung, glaube ich. Ich wollt, ja. Aber es gibt ein ziemlich cooles Projekt, sage ich mal, das war EU-gefördert. Und so heißt es DIDAE, also Dora Ida, Dora Anton Emil, Digital Didactics in Art Education, ist jetzt halt fokussiert eben auf dem Gestaltungsunterricht. Aber das ist zum Beispiel so eine Plattform, die unglaublich gut kuratiert ist, wo man und da sehr, sehr userinnenfreundlich aufbereitet, wo man nach Unterricht, Ideen, Materialien, Konzepten und so weiter suchen kann zu bestimmten Themen. Es gibt super Filterfunktionen, wo man sich dann auch nur Konzepte oder Materialien für eine bestimmte Schulstufe anzeigen lassen kann. Und da sind auch immer Open-Source-Programme zum Beispiel oder Open-Source-Tools dabei, die
gratis sind oder fast gratis oder wo man sich auch nicht anmelden muss. Also da ist wirklich noch total für Aspekten ausgewählt worden. Also auch, dass das eben, was weiß ich, also auch was Genderkorrektheit angeht, mhm, zum Beispiel. Also all diese Dinge sind da berücksichtigt worden. Ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, super. Kannst du das vielleicht auch nochmal in den Chat stellen? Das wäre super. Ja, aber das ist dann gleich quasi die Überleitung, was es schon gibt, zu den nächsten beiden Panel-TeilnehmerInnen, nämlich Irmgard BB vom ÖAD und Barbara Buchecker. Irmgard, vielleicht machen wir es einfach so wie gehabt. Stellt euch einfach doch bitte kurz vor und sagt vielleicht auch gleich, was ihr anbieten könnt. Irmgard BB, bitte. Wir hören dich leider noch nicht. Warte, wir versuchen dich. Ist nicht stumm geschalten. Nein, du bist nicht gemutet. Bitte? Ah, jetzt geht's. Geht's jetzt? Ja. Okay, gut, fein. Irmgard BB, mein Name, ich bin Beraterin beim ÖAD, der heute auch schon in Form von Erinnern.at genannt wurde. Und zwar für die Sparte Bildende Kunst, Film und digitale Medien. Es gibt aber auch noch andere Beraterinnen und wir beraten zum Beispiel eben auch für Literatur, weil heute doch öfters die Sprachen genannt worden sind. Oder Musik, Tanz, Theater wären auch noch Bereiche. Und weil es schon öfters die Frage auch war, was würde man denn brauchen? Das war ja doch die zentrale Frage. Eben seit 2019 hat der ÖAD im Rahmen eines Schwerpunkts, nämlich More Than Bytes, kulturelle Bildung und digitale Medien, gibt es Angebote für Lehrpersonen, Schüler, Schülerinnen von Künstlern und Künstlerinnen, um eben gerade im Bereich Digitalisierung sich noch intensiver auseinanderzusetzen, hier auch zu unterstützen und sich hier mit künstlerischen Methoden auseinanderzusetzen. Einerseits eben auch um die kreative Gestaltungskompetenz von Schüler und Schülerinnen zu fördern, aber auch ganz stark die kritische Medienreflexion. Also auch das ist uns ein großes Anliegen und zahlreiche Projekte wurden in diesem Schwerpunkt schon durchgeführt und dazu gibt es eben auch eine Evaluierung, die man auf unserer Homepage unter More Than Bytes findet und nachlesen kann und auch Workshop-Angebote. Also Künstler und Künstlerinnen haben Workshops speziell zu diesem Thema künstlerische oder kulturelle Bildung in der digitalen Grundbildung, aber auch in allen anderen Fächern entwickelt. Und diese Workshops kann man jetzt als Lehrperson zum Beispiel buchen. Und die Angebote findet man auf unserer Plattform unter Angebote von Künstlern und Kulturschaffenden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon weiß, was man ganz gerne machen möchte und man braucht entweder eine finanzielle Unterstützung, man hat Fragen an uns, man braucht Unterstützung bei der Planung, kann man sich zum Beispiel an mich als Beraterin wenden. Und weil heute auch öfter dieses Bedürfnis oder das Problem der Finanzierung genannt worden ist, also das, was wir oder der ÖAD hier unterstützt, dazu gibt es zwei Programme, also Initiativen und Programme. Das eine nennt sich Kulturbildung. Da geht es darum, einzelne Künstler und Künstlerinnen an die Schulen einzuladen oder mit ihnen an externe Orte zu gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre eben im Programm Culture Connected, wo es um die Kooperation zwischen einer Kunst- und Kulturinstitution mit einer Schule geht. Und bei Kulturbildung, da wäre es so, dass man das ganze Jahr jederzeit einreichen kann, bis zu 3.500 €. Pro Schuljahr, 6 Wochen vor Projektbeginn wäre die Einreichfrist und unsere Richtlinien findet man unter Kulturvermittlung
Und hier kamen jederzeit Künstler und Künstlerinnen, um das Honorar von diesen anzufordern. Und wir unterstützen das im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das wäre die eine Möglichkeit. Und bei Culture Connected, da gibt es eine Einreichfrist, die wir dieses Jahr am 4. Dezember. Hier gibt es eine Unterstützung bis 1.700 Euro. Das Projekt kann man im Sommersemester durchführen. Und da gäbe es auch die Möglichkeit, Materialkosten, dass diese auch unterstützt werden. Das gibt es jetzt bei Kulturbildung nicht. Also wer hier noch jetzt im letzten Moment noch einreichen möchte, hätte auch hier eine Chance. Also das wäre ganz grob gesprochen, wären das die unterschiedlichsten Angebote von unserer Seite, denn so wie vorher schon gesagt wurde, mit Gruppengrößen von 29 Schülern und Schülerinnen kann man dann sehr schwer noch Projekte durchführen, aber wenn man sich eventuell eine zweite Person dazu holt, in Form eines Künstlers, einer Künstlerin und sich hier, wenn man hier im Team-Teaching dann zum Beispiel gemeinsam das Projekt durchführt, ist das dann wesentlich realistischer als eben ganz alleine mit so einer großen Gruppe. Okay, was vielleicht auch noch abschließend zu erwähnen wäre, ist, dass wir doch 150.000 Schüler und Schülerinnen mit unseren Angeboten erreichen und dass immerhin mittlerweile um die 50% schon mit digitalen Medien arbeiten beziehungsweise sich mit diesen auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du auch nochmal diese Programme, die es gibt, auch nochmal kurz in den Chat stellen, damit das die Leute dann googeln können, wenn sie das in Anspruch nehmen möchten. Vielleicht wussten das wirklich viele nicht, dass es da tatsächlich finanzielle Mittel gibt. Besser als nichts. Ja. In jedem Fall. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne die Barbara Buchegger bitten von Safer Internet, dass sie uns kurz erzählt, welche Angebote es dort gibt. Ja, vielen herzlichen Dank. Bevor ich das mache, würde ich gerne eine Anmerkung machen zu diesen vielen tollen Projekten, die wir da jetzt gehört haben. Und ich glaube, Julia, du hast die Frage gestellt, so zahlt sich es eigentlich aus? Ich kann sagen, es zahlt sich unbedingt aus. Als ich Schülerin war und ich habe, glaube ich, mein 40-jähriges Matura-Jubiläum gerade vor mir, bin ich genauso unterrichtet worden. Und es war die Basis meiner Berufswahl. Es ist auch die Basis meines heutigen Berufs. Hätten diese Lehrerinnen vor 40 Jahren mich nicht so unterrichtet, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ja, es zahlt sich unbedingt aus. Und was mich wirklich wundert ist, warum ist das nicht längst Usus? Warum unterrichten wir nicht viel mehr so? Warum erleben das nicht Schüler und Schülerinnen am laufenden Band und nicht nur so einmal punktuell, wenn sie einfach eine super Lehrkraft haben, wie die, die wir da heute, morgen vor uns sehen und mir immer wieder über den Weg laufen. Und in all den Jahren habe ich ganz tolle Projekte gesehen. Und da komme ich jetzt dann auch schon gleich zu einem Punkt, was wir von Safe Internet anbieten, nämlich dieses vor den Vorhang holen der Dinge, die da passieren. Und zwar haben wir einmal im Jahr den Safe Internet Day. Der ist immer in den Wiener Semesterferien. Deshalb ist der ganze Monat Februar jedes Jahr eigentlich der Aktionsmonat rund um den Safe Internet Day. Und wir laden alle möglichen und unmöglichen Organisationen dazu ein, da aktiv zu werden und holen dann diese Projekte auch vor den Vorhang. Wir können das auch medial oft ganz gut, weil wir anlässlich des Safe Internet Days oft auch eine große Medienpräsenz haben und da Dinge auch wirklich konkret vorstellen können. Also alles, was ihr jetzt so das Gefühl habt, das passt auch da zu Safe Internet Themen, also wo sich Kinder und Jugendliche mit der sicheren und verantwortungsvollen Mediennutzung beschäftigt haben, wo sich, ich weiß nicht, die sexuelle Gewalt zum Beispiel auch online mit berücksichtigt wurde. Ich habe jetzt die Webseite nicht ausreichend anschauen können. Her mit den Projekten, der nächste Februar kommt bestimmt. Was wir da auch tun, ist, wir verlosen Preise. Wir verlosen das deshalb, weil diese Projekte oft überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind und auch nicht sagen können, okay, das ist jetzt so viel besser als das, weil oft die Rahmenbedingungen so anders sind, die wir ja gar nicht beurteilen können. Ich glaube, ihr beim MLA habt wahrscheinlich dieses Problem auch in der Beurteilung.
Also verlosen wir Preise und da sind auch immer so Ausstattungen für Geräte dabei, weil wir das auch im Laufe der Jahre mitbekommen haben, vor allen Dingen aus den AHSen. Da fehlt wirklich die Kamera, da fehlen so die simpelsten Dinge. Und das war jetzt so ein ganz ein klitzekleiner Weg. Wir tun das mit Hilfe von A1, ja, da haben wir Glück, dass irgendwie da so eine Medienausstattung auch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein an die Schulen kommen kann. Aber ein bisschen war ja die Frage auch, was braucht es so eigentlich, ja? Und wo sind so die Themen, mit denen wir uns heute herumschlagen müssen? Und wir haben schon sehr viel gehört, auch im ersten Teil zu KI und das Thema, dass die kritische Mediennutzung so viel wichtiger wird, dass der Umgang mit Quellen so viel wichtiger wird, dass wir Schüler und Schülerinnen dabei unterstützen müssen, Dark Patterns in den Tools, die sie tagtäglich verwenden, erkennen zu können, weil die Herausforderungen immer größer werden und irgendwie die sozusagen die Dinge, die da so auf die Kinder und Jugendlichen einwirken, immer mehr und mehr werden. Ja, alles braucht das. Und so ein Beispiel ist KI nochmal aufgreifend Snapchat. Dort gibt es My AI. Also wenn irgendjemand sich die Illusion gemacht hat, dass die Schüler und Schülerinnen ChatGPT noch nicht verwenden, ja, vergesst das. Die verwenden das längst. Die verwenden My AI in Snapchat und das ist so eine abgespeckte Form. Vielleicht nicht für schulische Dinge und vielleicht ist es dort noch viel problematischer, wenn sie gesundheitliche Fragen oder Fragen, ja, Mental Health so im weitesten Sinn besprechen mit diesem Tool und nicht mit ihren Eltern. Ja, da könnte man sagen, ist schlecht, aber ja, sie sind längst dort. Also Illusionen brauchen wir uns in diese Richtung nicht machen. Und wo sind unsere Kinder auch? Ja, sie sind sehr viel auf TikTok und da begegnen in dieser Tage halt unglaubliche Mengen an Terrorbildern, an Gewalt, an Kriegsbildern. Das geht so weit, dass eine unserer Trainerinnen erzählt hat, dass sie in einer Klasse mitbekommen hat, dass die Kinder in der Mittagspause mit der Schere in den gegenüberliegenden Fastfood-Laden gehen, weil sie sich so fürchten, weil sie das Gefühl haben, der Krieg, der Terror ist hier. Ja, und der mag für manche Kinder auch hier sein. Ja, jüdische Kinder haben sicher große Angst und die haben auch berechtigt Angst. Da ging es aber nicht um jüdische Kinder. Da ging es um Kinder, die einfach in TikTok zugemüllt wurden mit genau diesen Bildern. Und hier müssen wir ihnen alle helfen, damit umzugehen, das zu beurteilen, das einzuschätzen und auch auf eine reale Einschätzung für sie selbst herunterbrechen zu können. Damit müssen wir es aber mitbekommen. Ja. Wir müssen mitbekommen, was die Kinder bewegt, ja, und dazu müssen wir im Gespräch mit ihnen sein. Und da sehe ich, dass dieses Gespräch immer weniger geworden ist. Eltern reden nicht mehr mit ihren Kindern über digitale Themen und in der Schule ist zu viel Druck, zu viel Stress, zu viel anderes, dass das Platz haben kann. Und wir bieten Workshops, wir kommen an die Schulen, aber auch das kann nur ein klein bisschen sein. Und ja, auch wir kosten was, außer es gibt irgendwo Förderungen dazu, was es in manchen Bundesländern gibt. Aber in Wirklichkeit braucht es die Lehrenden, die diese Dinge ansprechen. Jetzt gibt es bei uns ganz viel Unterrichtsmaterialien für die digitale Grundbildung, für Medienbildung in der Volksschule. Aber das muss man aufgreifen, da muss man sich dahinter klemmen. Wir sehen leider in der Praxis, dass zum Beispiel in der digitalen Grundbildung in erster Linie Anwendungskompetenzen, wie mache ich eine Formel in Excel oder wie drehe ich einen Computer, ein Tablet an. Auch Sachen, die wichtig sind, dass man Excel bedienen können sollte, wissen wir, ist nicht unwichtig. Aber auch ein Tablet muss ich andrehen können und ich muss auch wissen, wo ich etwas speichere. Ja, aber noch viel, viel wichtiger sind genau diese Punkte. Die Kinder hier nicht alleine zu lassen, mit ihnen im Gespräch zu sein und sie wirklich zu begleiten in diesen echt harten Zeiten, wo jeden Tag was anderes daherkommt. Wir alle überfordert scheiden und die Kinder brauchen hier Sicherheit. Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen jemanden, den sie fragen können. Und im Moment haben sie das leider nicht. Ja, Barbara, das, also meine Hypothese,
Ich glaube das auch. Also meine Hypothese ist ja, dass TikTok längst das Leitmedium ist für Jugendliche. Also ich glaube, das kriegen wir gar nicht so sehr mit, wie sehr die das konsumieren und wie sehr eben da auch Nachrichten reinströmen auf die. Ja. Jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich bei euch Workshops und es gibt Unterstützungsangebote, auch Unterlagen. Aber gibt es irgendwas, gibt es so ein kleines Einmaleins, was man tun könnte? Also ich weiß nicht, wie viele Lehrpersonen haben einen TikTok-Account und kriegen mit, was auf TikTok alles naja, passiert? Naja, das ist ja das Problem. Das hilft ja nicht wirklich viel. Ja? Das ist das erste Medium, wo ich sagen kann, wir Alten, wir müssen nicht auf TikTok abhängen. Weil wenn ich mir anschaue, was ich in TikTok sehe, das ist urlangweilig. Das ist nichts von dem, was die Kinder sehen. Wir brauchen das Gespräch, genau. Das Gespräch mit den Kindern über die Inhalte, die sie in TikTok sehen. Und wir müssen uns auf den Handys der Kinder anschauen, die Sachen. Nicht auf unseren eigenen, weil da kommt nur langweiliges Klumpert daher, das überhaupt nichts mit der Lebensrealität der Kinder zu tun hat. Das hat einfach mit dem Algorithmus zu tun. TikTok zeigt mir das an, was ich mir anschaue. Und von dem ganz schnell mehr. Und das geht urrasch. Ja. Wir haben den TikTok-Stream meines Kollegen innerhalb von 5 Minuten total zerstört, indem wir nur noch ein bisschen Begriffe gesucht haben. Ja, 5 Minuten. Ja, zurück zu seinen Schachspielen werden wir länger brauchen, wahrscheinlich. Ja. Aber genau sowas muss man mit den Kindern machen. Uns gemeinsam hinsetzen und schauen, okay, wie kommst du aus diesem TikTok Inhalten wieder raus. Nach was kannst du suchen? Katzenvideos, Hundebilder. Du kannst den Algorithmus zurücksetzen in TikTok. Du kannst auch Begriffe ausschließen. Da hilft es, wenn man sich damit beschäftigt. Also insofern wieder gut, wenn ich ein Konto habe und mir das anschauen kann. Aber wirklich mit den Inhalten, das ist die gute Nachricht für meine Generation, die so ein langsames, altes Hirn hat, die TikTok nicht mehr tabakt. Da müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Aber den Kindern zur Verfügung stehen in Gesprächen, das ist unbedingt notwendig. Okay, also das heißt ein Plädoyer einfach für den Dialog und was eh schon mehrfach angeklungen ist, Kinder Beziehung, und Dialog, genau. Das ist das im Moment Allerwichtigste. Ja. Das klingt so banal, ist es vielleicht auch, aber es ist leider nicht selbstverständlich. Ja, gibt's. Genau, wir haben 2 erhobene Hände. Martina, bitte. Jetzt muss ich das nur mal unterstreichen, was die Barbara auch gesagt hat. Das ist ja nicht nur ihr persönliche Meinung oder ihr persönlicher Vorschlag, sondern das wird ja auf EU-Ebene zum Beispiel als immens wichtig erachtet. Ja. Also diese Student Agency, nennt sie das, dass man die Kompetenz und die Bedürfnisse von Schülern, Schülerinnen und Schülern ernst nimmt und sie einbindet halt in einem Gespräch über das, was sie denn überhaupt lernen und können und wissen müssen in Zukunft, welche Kompetenzen sie brauchen und so weiter. Also im Lernkompass 2030 zum Beispiel, da steht das drinnen, das ist ein eigenes Kapitel, diese Student Agency. Also es ist auch vorhin schon mal erwähnt worden, diese flexiblen Lehrpläne und so weiter. Ja, also auf dem die so flexible Lehrpläne, die würden halt auch auf diese Student Agency zum Beispiel aufbauen. Dann das Zweite, was ich sagen würde, ist zum Equipment. Ich bin jetzt aus der eigenen pädagogischen Praxis ziemlich ein Fan von dem, dass man mit dem arbeitet, was Schülerinnen und Schüler zur Verfügung haben. Ich weiß, qualitativ ist immer nur ein Unterschied. Ich habe auch eine Filmproduktionsfirma gehabt mit dem David gemeinsam. Es ist was anderes, wenn man mit einer kleinen Kamera filmt, wenn man Licht zur Verfügung hat und so weiter. Ja. Aber was dabei verloren geht, ist ja halt diese Niederschwelligkeit. Und wenn man Schülerinnen und Schülern zeigt, was man denn mit dem Handy eigentlich als Cooles produzieren kann, beziehungsweise zum großen Teil wissen sie das ja selber schon, aber dass man vielleicht inhaltlich dann noch andere Aspekte reinbringt in die Videos, die sie produzieren oder die Fotos oder was auch immer. Also das hat halt dann gleich nur einen Mehrwert. Und irgendwas Drittes wollte ich auch noch sagen, jetzt so viel gefallen. Vielleicht mag... Dazwischen mal wer anders, vielleicht fällt es mir wieder ein. Herbert, bitte.
Ja, ich wollte auf jeden Fall nur zu Safe Internet und zu Barbara mal Danke sagen, weil die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren, was diese Plattform bietet, ist in Österreich wirklich sowas von genial. Also das unterstützt uns Lehrer schon enorm. Wir haben schon vorher gesprochen von finanziellen Mitteln und so weiter, die uns vielleicht nicht zur Verfügung stehen, aber dafür haben wir eben genau solche Spezialisten und das ist wirklich eine große Hilfe. Das heißt, wenn Eltern auf mich zukommen, verweise ich doch sehr, sehr oft dorthin. Wir haben gestern auch in der Schule einen Vortrag gehabt von Safer Internet, von der Sherin Hossein. Die hat einen wunderbaren Vortrag eben auf Englisch gehalten, weil einige Gastschüler von verschiedenen Ländern da waren. Und es haben uns dann doch die Deutschen und die Tschechen und Rumänen sind zu uns gekommen und haben schon gesagt, das ist schon genial, wie weit das wir sind. Und da möchte ich die Zahlen ÖRD kurz ansprechen. Die Laptop-Initiative war wirklich eine Monster-Herausforderung und der ÖRD hat es eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Es ist noch immer viel, viel Arbeit bei uns in den Schulen natürlich. Und ja, vielleicht auch da könnte man wieder über die finanziellen Abgeltungen sprechen, weil mittlerweile haben wir, glaube ich, 400 Geräte an der Schule und es sind nur immer 2 Werteinheiten zum Administrieren. Trotzdem kommt man schon knapp aus damit, aber nichtsdestotrotz. Also was ich sagen möchte, hat ÖRD, also super Abwicklung, was die Laptop-Initiative betrifft und Safe Internet wirklich eine große Stütze. Und vielleicht noch einen kleinen Punkt, weil die Barbara vorher gesagt hat, warum unterrichten wir nicht immer so, wie es das quasi vor ein paar Jahren, ich glaube 20 waren es, gesagt haben. Das Problem ist, glaube ich, schon in der Praxis, der Matura-Themenpool. Also in Informatik, ich habe 12 Themenbereiche, die ich durchbringen muss. In Sportkunde, ich habe 18 Themenbereiche und die kommen zur Matura und da wird gezogen. Ich finde den Modus eigentlich ganz gut, nicht, dass da irgendwelche Fragen dann über den Tisch gleiten und man gibt schon dem oder dem die Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich 18 Themen durchbringen möchte, ist dann immer recht viel Zeit für Projektunterricht, auch wenn er jetzt in den neuen Lehrplänen so vorgesehen wird. Mehr Projektunterricht, die Landes-AG Informatik hat das schon ein bisschen vorgestellt. Aber wie gesagt, man kommt eigentlich dann nicht ganz zusammen, weil wie oft dann Stunden ausfallen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Hürde. Die Frage war nicht an euch gerichtet, dass ihr das nämlich macht und immer wieder euch nicht unterkriegen lässt und es weitermacht. Das ist der eine Punkt, aber das ist eine Systemfrage. Warum ist unser System so, dass es nicht viel mehr genau diese Art des Unterrichtens ermutigt und ermöglicht? Und die Matura ist da definitiv nicht sehr förderlich. Genau, ich glaube, wenn wir uns das immer wieder mal gegenseitig sagen, dann hören es vielleicht noch mehr. Und ja, vielleicht geht es dann auch einmal zu den Entscheidungsträgern. Wie gesagt, dass vielleicht der Lehrplan schon sehr gut angefühlt ist, dass man das vielleicht wieder ein bisschen entschlacken könnte. Aber das ist, glaube ich, immer wie bei einer Konjunktur. Einmal geht es nach oben, einmal geht es nach unten. Das kennen wir. Ja, danke. Martina, ist der Gedanke wieder gekommen? Ja, ist auch. Und zwar zur digitalen Grundbildung versus unter Anführungszeichen Medienbildung. Es ist ja, Medienbildung ist nach wie vor ein Unterrichtsprinzip. Und ich sehe irgendwie, dass seitdem es die digitale Grundbildung so als eigenes Unterrichtsfach gibt, wird total viel auf dieses Fach abgewälzt. Und andere Fächer ziehen sie zum Teil dann schon so ein bisschen aus der Verantwortung und putzen sie ab, weil sie denken, na, jetzt gibt es ja die digitale Grundbildung, wo das alles gemacht wird. Aber das stimmt nicht. Also es gibt, ich meine, das ist eine Stunde. Eine Stunde. Es ist ein Anfang, aber es ist, es reicht nicht. Ich meine, ihr wisst das. Und wie gesagt, nur weil es jetzt dieses Schulfach gibt, heißt das nicht, dass der Grundsatzerlass Medienerziehung, heißt dann noch, aber ich nenne es Medienbildung, außer Kraft getreten ist oder dass das jetzt hinfällig ist oder so. Also da, das sollte man im Kopf behalten, glaube ich. Gerrit, du möchtest was hinzufügen? Ja, weil ich anschließen möchte an den Gedanken, Medienbildung ist gleichzeitig auch Demokratiebildung, weil wie sollen sich Kinder eine Meinung bilden können, wenn sie nicht Informationen bekommen, die wirklich auf Wahrheiten basieren und wenn sie aber nicht lernen zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit beziehungsweise immer nur in ihrer Filterblase bleiben, dann können sie sich gar keine echte Meinung bilden und bleiben dann einfach nur in ihrer Blase. Und die Barbara Buchecke hat es eh auch vorher kurz angesprochen, wie wichtig dann das Gespräch ist, dass wir als Lehrpersonen die Kinder ermutigen, was hast du heute gesehen oder was beschäftigt euch jetzt gerade, dass wir quasi die Themen nicht selbst bestimmen, sondern den Kindern den Freiraum lassen,
die Themen in der digitalen Grundbildung oder in der Medienbildung zu bestimmen, weil das hängt ja immer vom Tagesgeschehen ab. Und damals, als ich das Thema Holocaust behandelt habe, denke ich mir, es hätte nicht aktueller sein können. Ich bin froh, dass ich es damals bearbeitet habe. Ich würde sagen, 60% meiner Schüler und Schülerinnen haben unterschiedliche Religionen oder noch mehr. Ich bin dann drauf gekommen, nachdem wir über das Thema gesprochen haben, dass eigentlich der Großteil meiner Schüler und Schülerinnen religiös ist, dass sie religiöse Werte haben und dass es für sie auch ein Teil ihrer Identität ist. Wenn wir aber nicht Gelegenheiten schaffen, dass sie darüber sprechen können, dann bleiben sie mit ihren Themen in ihren Blasen. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Und das ist eine Gefahr für uns als Gesellschaft. Und ich sehe, dass wir als Lehrer und Lehrerinnen wirklich eine primär politische Aufgabe haben. Und es ist eigentlich wirklich toll, dass wir das haben, dass wir diese Themen behandeln dürfen und können. Und wir sollten das noch viel mehr nutzen, egal in welchem Fach. Aber Medienbildung ist natürlich das Fach, um diese Themen, die in TikTok jetzt gerade so dominant sind, um die wirklich aufzugreifen. Und den Kindern auch die Freiheit zu geben, das mal auszusprechen, in dem Moment, wo sie es aussprechen und dann vielleicht die Meinung von anderen auch hören, die ganz anders denken, dann gibt es die Möglichkeit für einen Diskurs. Und das ist für mich Gold wert. Der Diskurs mit den Kindern, dass wir nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen sprechen. Ja, vielen Dank. Genau, da gibt es schon Applaus, berechtigt. Gibt es vielleicht dazu noch Input von jemandem? Gerne auch wieder den Chat nutzen. Ja, darf ich dazu sagen, also auch vom ÖAD haben wir, bieten wir die Möglichkeit, eben jetzt für die nächsten 3 Jahre zum Thema Demokratie und Nachhaltigkeit zu arbeiten. Auch da gibt es Angebote von Künstlern und Künstlerinnen. Und wenn das noch jemand mehr nutzen möchte, findet man das auch auf unserer Homepage. Dankeschön. So, ich glaube, im Chat ist gerade nichts und wir haben jetzt schon ein paar Unterstützungsangebote da auch gesammelt. Genau, nochmal Lob für Safer Internet. Ja, gibt es sonst Anmerkungen, Fragen, Wünsche? Gibt es jetzt noch die Möglichkeit? Ganz unkompliziert, könnt ihr einfach was in den Chat schreiben. So bald kommen wir nicht mehr zusammen. Also es wird vielleicht wieder ein Jahr dauern. Beziehungsweise, wer weiß, ihr könnt euch ja dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob die Kontakte offen zugänglich sind oder ob ihr euch da im privaten Messages austauscht. Den Austausch möchte ich auf alle Fälle unterstützen und euch dazu ermutigen. Genau. Vielleicht sagen wir auch noch was zum ersten Panel, Christian, weil du gerade gesagt hast, dass du die Veranstaltung verlassen wirst. Es gibt auch auf Media Manual noch eine längere Keynote von dir. Falls jemand noch Interesse hat am Thema KI, kann man das gerne noch nachschauen. Da gibt es noch Input zum Europarat. Ja, dann würde ich sagen, geben wir euch noch ein paar Sekunden zum Nachdenken, ob doch noch irgendwas auf der Seele brennt. Ja, und wenn dem nicht so ist, sind wir glücklich, wenn ihr glücklich seid und sehen uns hoffentlich morgen zur Preisverleihung um 10 Uhr. Da werden alle 21 Preisträgerprojekte vorgestellt. Da werden wir auch mit den Machern und Macherinnen sprechen und die Projekte im Detail erlebbar machen und ganz viel applaudieren. Genau, unbedingt. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme heute. Vielen, vielen Dank für das Engagement über das ganze Jahr hinweg und über die Jahre hinweg. Ich finde es ganz beeindruckend und ganz toll, welche Projekte entstehen und wie viel ihr zur Medienbildung beitragt. So wie, glaube ich, heute schon mal angeklungen ist, es ist in Österreich eh schon sehr viel Gutes hier. Dank euch. Genieren müssen wir uns nicht. Aber es gibt noch Raum nach oben. Genau. Ja, dann herzlichen Dank. Danke auch an alle PanelistInnen. Vielen Dank, ja. Und wir sehen uns hoffentlich morgen um 10. Genau. Vielen Dank.